Es war einmal vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars: Labyrinth des Bösen. Erster Teil. Der Krieg gegen die Separatisten spitzt sich dramatisch zu. Überall in der Galaxis führen Jedi-Ritter gemeinsam mit den verbündeten Klonkriegern einen gnadenlosen Kampf gegen die Droidenarmee. Beide Seiten erleiden schreckliche Verluste. Doch langsam beginnt sich das Gleichgewicht zugunsten der Republik zu verlagern. Eine Separatistenwelt nach der anderen wird von den Jedi-Rittern und den Klonsoldaten eingenommen. Und nun steht mit Cato Neimodia, die Heimatwelt von Vizekönig Newt Gunray, einem Ratsmitglied der Separatisten, kurz vor dem Fall. Getrieben von der Angst um sein Hab und Gut, kehrt Gunray eilig nach Cato Neimodia zurück. Nicht ahnend, dass Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker gemeinsam mit einer Spezialeinheit von Klonkriegern ihm dicht auf den Fersen sind. Gunrays Wissen könnte die Jedi zum geheimen Aufenthaltsort des Anführers der Separatisten, den finsteren Count Dooku, führen und damit die entscheidende Wendung in diesem verheerenden Krieg bringen. Dunkelheit senkt sich über die westliche Hemisphäre von Cato Neimodia. Obwohl die anbrechende Nacht vom anhaltenden Laserfeuer hoch über der belagerten Welt pausenlos durchbrochen wird. Tief unter diesem lodernden Himmel, auf einer Manax-Plantage, die sich um die unteren Schutzmauern von Vizekönig Gunrays majestätischer Festung zieht, metzeln Kompanien von Klonsoldaten und Kampfdroiden einander mit kaltblütiger Präzision nieder. Nachrücken! Nachrücken! Ja! Vorsicht! Vorsicht! Danke, General. Keine Ursache. General Kenobi, da kommen noch mehr Kampfdroiden von der rechten Seite. Haltet hier die Stellung. Ich werde mich zum vereinbarten Treffpunkt mit Commander Cody durchschlagen. Viel Glück, General. Komm schon, Anakin. Wo steckst du? Runter, Meister. Geht es euch gut, Meister? Du hättest mir fast den Kopf abgeschlagen, Anakin. Es tut mir leid, aber euer Kopf war dort, wo mein Laserschwert hin musste. Dann sollte ich wohl dankbar dafür sein, dass dein Laserschwert nur dahin musste und nicht wollte. Wollte? Wenn ich mich recht entsinne, stehen wir auf derselben Seite, Meister. Dennoch, wenn ich nur ein wenig langsamer gewesen wäre... Eure Ängste sind nur in eurem Kopf. Ah, dann hätte ich ohne Kopf wohl keine Angst mehr. Nach dir. Hier lang, Meister. Da vorne ist schon das Ufer. Ich kann mir vorstellen, dass Cody bereits... Stehen bleiben! Hände hoch! Ihr seid des Todes. So langsam werden die lästig. Meister, ich höre etwas. Das ist das Kanonenboot. Komm! Commander Cody, hierher! Schwärmt aus. Sichert das Ufer. Zu Befehl. Sirs, ich habe Meldung von Kommandant O'Donna. Zeigt sie uns. Die lokale Überwachung zeigt, dass Vizekönig Gunray auf dem Weg zur Nordseite der Festung ist. Unsere Streitkräfte haben den Schild von oben und vom Ufer her beschossen. Aber der Schildgenerator ist schwer gepanzert. Wenn ihr Gunray immer noch lebendig erwischen wollt, müsst ihr diese Verteidigungsanlagen umgehen und einen alternativen Weg in den Palast finden. Im Augenblick können wir euch nicht unterstützen. Ich wiederhole, wir können euch nicht unterstützen. Viel Zeit bleibt uns nicht. Gunray wird sich nicht länger als nötig in der Festung aufhalten. Du hast recht, Anakin. Irgendwelche Vorschläge, Commander? Wenn Gunrays Zitadelle ähnlich aufgebaut ist wie die wir auf Deco und Coro Neimodia gefunden haben, befinden sich in den unterirdischen Geschossen Pilzfarmen, Verarbeitungs- und Ladebereiche. Sehen wir uns das auf dem Hologramm an? Natürlich, Sir. Hier, von den Ladebereichen aus gelangt man in die Larvenbrutstätten auf der mittleren Ebene. Und von dort aus könnten wir die oberen Ebenen erreichen. Ja, wenn wir erst mal drinnen sind. Die Frage ist, wie wir in die Pilzfarmen reinkommen. Seht ihr die Erntekäfer auf den Feldern? Die Käfer sind etwa so groß wie Banthas. Ihr Panzer ist ein idealer Schutz vor den Aufklärungsflügen. Wir müssen nur unter ihnen herlaufen. Wenn sie uns lassen. Die Käfer sind friedlich, solange sie sich nicht direkt bedroht fühlen. Ich
habe da ein ganz mieses Gefühl. Wovon redet ihr, Meister? Die Hälfte der Felder steht bereits in Flammen. Und das Dauerfeuer auf die Schilde macht die Tiere noch zusätzlich nervös. Dafür kennen die Käfer den sichersten Weg durch die Minenfelder. Ja, solange sie geordnet laufen. Ich verstehe, was ihr meint, Meister. Die Herde wird immer unruhiger. Vorsicht! Einer der Käfer bricht aus! Meister! Ein Soldat läuft mit dem Käfer mit! Cody, sagen Sie Ihrem Mann, er soll gefälligst Schutz unter einem anderen Käfer suchen! Verdammt! Minen! Die Mine hat das halbe Vorderbein des Käfers weggerissen! Passt auf! Die Herde bricht aus! Haltet euch an die Käfer, die weiter zum Nest laufen! Meister, die Käfer haben den Soldaten in die Zange genommen! Sie zertrampeln ihn! Ich werde ihm helfen! Anakin, warte! Er hat den Mann befreit! Aber jetzt geraten die Tiere endgültig in Panik! Vorsicht, Commander! Cody, zur Seite! Ja! Danke, General. Wir müssen hier weg oder wir werden zermalmt. Ja! Stabs, wir haben uns entdeckt. Auch das noch. Ja! Es sind über 100, Sir. Wir müssen zu diesem Bewässerungsgraben. Beeilt euch! Ja! Meister, ich komme. Hier lang, Anakin. Schnell! Er hat den Soldaten. Anakin, spring! Gruppe 7, ausschwärmen. Schießt auf die Stabs. Zu Befehl. Hier ist Ihr Soldat, Commander. Danke, General Skywalker. Nehmt ihn den Helm ab. Vorsicht! Er hat seine Rüstung bereits veranlasst, ihm Schmerzmittel zu injizieren. Hier kann ich nicht viel für ihn tun. Ich werde einen FX-7 anfordern. Das brauchen Sie nicht. General Skywalker, was tut ihr da? Er wendet eine Heiltechnik der Jedi an. Ihr Soldat wird nicht in einen Schock fallen, bis die mobile Lazaretteinheit hier ist. General, dort oben, am Hang. Was ist das? Eine Lawine? Gib mir das Sichtgerät, Cody. Oh nein. Was seht ihr, Meister? Droidekas. Eine ganze Menge. Und sie kommen genau in unsere Richtung. Commander, fordert Deckung für einen Artillerieangriff an. Beeilung! Zu Befehl. Gruppe 7 an Basis. Wir werden gleich im Sektor Janth Bacta Ion von Zerstörerdroiden aus der Festung überrollt. Ich fordere sofortige Artillerieunterstützung auf den Sendekoordinaten an. Empfehle taktischen elektromagnetischen Impuls. Setzt die Helme ab und deaktiviert die elektronischen Systeme eurer Rüstung. Oder der Impuls wird euch ebenfalls lahmlegen. Ist schon geschehen. Und jetzt alle in Deckung. Die Schockwelle wird jeden Moment über uns hinwegrasen. Runter, Anakin. Ja, Meister. Die meisten Droiden hat's erwischt. Das ist die Gelegenheit, Meister. Ja, Anakin. Macht euch bereit. Wir stürmen den Nesteingang. General, der Bereich ist gesichert. Die Nachhut wird zwar immer noch sporadisch von Stabs beschossen, aber da draußen türmen sich die Leichen von Käfern. Die Droidenpiloten kommen nicht dicht genug an den Eingang heran. Sehr gut, Sergeant. Ich empfehle, die Atemgeräte bereitzuhalten. Wahrscheinlich müssen wir nicht viel tiefer ins Nest eindringen, aber es ist auch in anderen Bereichen mit erhöhter Sporenkonzentration zu rechnen. Giftsporen? Nicht direkt, Sir. Die Sporen haben nur eine unangenehme Nebenwirkung auf Menschen. Auf welche Art unangenehm? Die Wirkung wird überwiegend als Verdrängung von Realität beschrieben. Dann schlage ich vor, wir tun, was der Sergeant sagt. Ruin! Sie kommen aus der Seitenhöhle! Das sind so viele! Ich übernehme das! Was übernehmt ihr? Die Schalltafel da vorne kontrolliert den Zugang zur Höhle! Der Hauptschalter liegt hinter einem Felsvorsprung. Da kommt ihr nicht dran! Dann muss ich einen der Laserstrahlen wohl sehr präzise zurückschlagen. Um die Ecke? Pass auf! Gut gemacht, Meister. Was war denn das? Ich meine, der Strahl ist als Querschläger mehrfach umhergeirrt, bevor er die Konsole getroffen hat. Nicht umhergeirrt. Das war Absicht. Die Schönheit von Form 3. Solltest du auch mal versuchen. Ihr wart schon immer besser als ich, wenn es ums Ausweichen ging. Ich ziehe eine direktere Taktik vor. Ein Meister der Untertreibung. General Kenobi, die Aufklärung berichtet, dass Vizekönig Gunray und sein Gefolge auf dem Weg zu den Startbuchten sind. Sie werden von Superkampfdroiden beschützt und nähern sich jetzt diesem Bereich. Einer von uns muss die Droiden ablenken. Ich schlage vor, ihr lockt die Leibwächter weg und ich schnappe mir Gunray. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Bis jetzt haben wir auf diese Weise noch nie versagt, oder? Ihr vier kommt mit mir. Ja, Sir. Cody? Der Rest von Gruppe 7 geht mit uns. Zu Befehl. Anakin? Ja, Meister? Ich weiß, dass wir mit Gunray abrechnen wollen, aber mach keine persönliche Angelegenheit daraus. Vergiss nicht, wir wollen ihn lebendig. Ja, Meister. Gut. Kommt zum Turbolift. Es ist aber persönlich.
Wie lauten eure Befehle, General? Hier lang. Wir müssen aus dieser Höhle raus und dann auf die mittlere Ebene. Kommt. Oh nein. Was ist, Sir? Ich habe Obi-Wans Atemgerät gefunden. Offensichtlich hat er es vorhin im Kampf verloren. Soll ich Kontakt mit Commander Cody aufnehmen? Das wird nicht nötig sein. Er befindet sich wahrscheinlich schon in den unteren Ebenen der Festung. Da wird er das Gerät kaum brauchen. Wie weit ist es noch? Wir sind fast da, General. Gut. Wie wollt ihr vorgehen? Ihr seid der Meister der Kriegskunst. Ich folge eurer Führung. Nun, Sir, unsere Aufgabe ist einfach. So viele Feinde zu töten wie möglich. Und dabei viel Aufmerksamkeit zu erregen. Macht die Granaten scharf. Sobald die Tür aufgeht, werfen wir sie in den Flur. Zu Befehl! Alles bereit? Achtung jetzt! Oh. Vorwärts! Erledigt sie! Sieht so aus, als hätten sie den Köder geschluckt, General. Ein erfolgreiches Manöver. Jetzt müssen wir es nur noch überleben. Commander, Superkampfdroid! Zurück! Hinter den Pfeiler! Was jetzt? Wir müssen durch die Tür da vorne. Da gibt es weitere Turbolifte. Ich gehe zuerst. Wir geben euch Deckung. Stehen bleiben, Hände hoch. Bist du wohl? Cody, kommt! Vorsicht, General! Die Frachtcontainer dürfen nicht getroffen werden! Wieso? Was ist in den Containern? Sporen! Oh, ich sehe es! Nehmt euer Atemgerät! Ja, ich... Verdammt! General! Was gibt's? Ich empfange gerade die Information, dass Gunray ganz in der Nähe ist. Wo? Ein paar Flure weiter. Sie prüfen den günstigsten Fluchtkurs, indem sie den Verteidigungsschild senken und Köder starten. Was für Köder? Diverse Shuttles. Einige von ihnen haben die Blockade durchbrochen und die Kernschiffe in der Umlaufbahn erreicht. Dann müssen wir schnell handeln. Komm! Ja! Yeah. Keine Bewegung! Ja, ist es denn hier? Das war knapp! Hände hoch! Achtung! Leise jetzt! Hört ihr das? Das sind Superkampfdroiden. Sergeant, nehmt eure Holocam und schaut vorsichtig um die Ecke. Jawohl. Es ist Gunray, General. Seht ihr? Er, sein Gefolge, die ganze Bande. Sie werden von mehreren Kampfdroiden eskortiert. Obst! Willkommen, meine Herren. Schaltet ihn aus! Ich weiß nicht wo. Dann haltet ihm den Mund zu! Wir haben uns entdeckt! Na, großer. 6 Infanteriedroiden nähern sich! Wir werden ins Kreuzfeuer geraten! Nein! So kommt ihr mir nicht davon! Folgt mir! Schieß! Schieß! Ja! 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 Wo ist der? Er ist bestimmt zur Startbucht am Ende des Flures geflüchtet. Dann kommt! Beeilt euch! Hier ist die Startbucht. Sprengt die Tür! Schnell! Nun macht schon! Alles bereit! Deckung! Jetzt ist der dran! Das darf doch nicht! Der Shuttle ist weg! Er ist gestartet! Bringt mir den Protokolldroiden! Hier, Sir! Aber das ist wirklich nicht meine Schuld! Was für ein Chefstyp war das? Der Shuttle! Gunray Shuttle! Was für ein Modell! Ich glaube, Sheathapeat-Klasse, Sir. Richtig. Ein Hot-Shot-Transport-Shuttle der Sheathapeat-Klasse. General, eine Meldung von Commander Dodonas Flaggschiff. Mehr als 60 Shuttles und Landefahrzeuge sind von der Festung gestartet. 13 wurden zerstört, 18 erobert. Einer unbekannten Menge ist es gelungen, an den Schiffen der Handelsföderation anzulegen. Weitere Shuttles befinden sich noch in der Atmosphäre. Ja. 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 War etwas mit dem Leitungsbündel nicht in Ordnung, Sir? Sag dem Commander, dass ich mein Schiff und meinen Astromech-Droiden hier haben will. Sofort! Der Commander hat es bereits veranlasst. Ihr werdet euren Jäger... Moment, Sir. Dringende Nachricht von Commander Cody. Er und General Kenobi sind auf Ebene 1 in die Enge getrieben worden. Von Droiden? Offensichtlich sind es ziemlich viele. General, das Kampfgruppenkommando meldet, dass euer Jäger auf dem Weg ist. Was sagt ihr, wo Obi-Wan und Cody stecken? Ebene 1. Also gut, gehen wir und retten sie. Keine Bewegung!
Meister! Anakin! Wie schön, dich zu sehen! Meister! Geht es wieder, Meister? Ja, danke, Anakin. Was für eine Lichtschwertform habt ihr da eigentlich benutzt, Meister? Form? Nun ja, wohl mehr ein Mangel an Form. Ich wünschte, Mace, Kit oder Shakti hätten euch sehen können. Wie viele haben wir denn erwischt, Cody? Circa 50 Kampfdroiden. Allerdings habt ihr mit Abstand die meiste Arbeit erledigt, General. Was ist mit Gunray? Er ist mit seinem gesamten Gefolge entkommen. Du hättest sie verfolgen können. Und euch hier zurücklassen? Selbstverständlich, wenn ich gewusst hätte, dass ihr ein Meister einer neuen Kampfform geworden seid. Man wird sie in der Umlaufbahn erwischen. Vielleicht. Und wenn nicht, wird es andere Gelegenheiten geben, Anakin. Dafür werden wir sorgen. Das weiß ich, Meister. General Kenobi, General Skywalker. Die Nemodianer haben auf der Flucht etwas zurückgelassen, das von höchstem Interesse für euch sein dürfte. Unfassbar! Um ein Haar wären wir denen in die Hände gefallen. Aber nur um ein Haar. Es war zu knapp. Und jetzt will ich einen Lagebericht. Die Koordinaten für den Sprung zur Lichtgeschwindigkeit werden bereits berechnet. Es dauert nur noch einen Augenblick, bis wir das System verlassen. Hoffen wir das. Der Beschuss nimmt zu. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, Vizekönig. Ihr hattet mich gewarnt. Aber dieses ständige Davonrennen in letzter Sekunde zerrt langsam an meine Nerven. Bis jetzt sind wir ihnen immer entwischt. Entwischt? Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, Taako. Man hat uns gerade aus dem Kern vertrieben. Das ist eine Tragödie für die Handelsföderation. Eine Tragödie für unsere gesamte Spezies. Wir sind mit dem Leben davon gekommen. Darüber können wir froh sein. Ich kann keine Freude empfinden, wenn ich mir das Wenige ansehe, das wir retten konnten. Gewänder, Schmuck. Was ist... Was habt ihr? Wo ist er? Wo ist er? Wer? Der Stuhl! Der Mecknu-Stuhl! Ich sehe ihn nicht! Aber wir können ihn doch nicht übersehen haben! Ich bin sicher, ich habe ihn zur Stadtrampe bringen lassen. Ich weiß, dass er dort war. Ihr habt doch sicher den Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Bitte sagt mir, dass ihr das getan habt. Ich dachte, ihr hättet das erledigt. Ich? Ich kenne nicht einmal den Code. Was, wenn Sie daran herumspielen? Es wird nichts passieren. Was könnten Sie ohne die Codes schon herausfinden? Ihr habt recht. Ihr habt selbstverständlich recht. Aber was, wenn er erfährt, dass wir ihn zurückgelassen haben? Sidious? Nicht Sidious! Meint ihr Count Dooku? Seid ihr denn vollkommen verblödet? Ich meine Grievous! Was, wenn Grievous es herausfindet? Es ist noch nicht zu spät. Wir können von hier aus mit dem Stuhl kommunizieren. Können wir den Selbstzerstörungsmechanismus aktivieren? Nicht direkt, aber wir können den Stuhl vielleicht veranlassen, das selbst zu tun. Kommt mit zur Kommunikationskonsole. Wir sind bereit für den Sprung in die Lichtgeschwindigkeit. Nein! Das werdet ihr nicht tun. Unser Schiff kann keinen weiteren Beschuss verkraften. Beschuss ist unsere geringste Sorge. Beeilt euch, wir haben nicht viel Zeit. Vergesst nicht, ihr dürft mit niemandem über diese Sache sprechen. Niemals. Wirklich interessant. Ich glaube, ich habe dieses Ding schon einmal gesehen. Wo? Auf Naboo. Kurz nachdem Vizekönig Gunray und sein Gefolge in Gewahrsam genommen worden waren. Das ist 13 Jahre her. Ja, aber siehst du das Muster auf der Holo-Projektorplatte hier? Es ist einzigartig. Seit damals habe ich so etwas nicht wieder gesehen. Interessant. Was? Die beiden Schlitze am Ende der Platte. Es sind Öffnungen für die Datenzellen. Richtig, Meister. Wenn dieser Stuhl wirklich im Besitz von Gunray war, enthalten die Zellen vielleicht wichtige Informationen. Dann lass den Stuhl in Ruhe, bis ihn sich jemand vom Geheimdienst ansieht. Das könnte eine Ewigkeit dauern. Hast du es denn eilig, Anakin? Nun, es ist durchaus möglich, dass die Zellen darauf programmiert sind, sich selbst zu löschen. Gibt es irgendwelche Hinweise dafür? Nein, aber... Dann sollten wir lieber auf die fachliche Analyse warten.
R2 kann die Analyse durchführen. Anakin? R2, komm mal her. Wirklich, meine Herren, ich muss protestieren. Diese Gegenstände sind noch immer im Besitz von Vizekönig Gunray und den Angehörigen seines Hofstaats. Wie wäre es, wenn du dich da raushältst? Oh, ich weiß, dass meine Stromkreise korrodiert sind. Ihr Astrodroiden bildet euch viel zu viel ein, nur weil ihr Sternenjäger fliegen könnt. Achte einfach nicht auf ihn, TC. Er wurde von einem anderen Protokolldroiden verwöhnt. Ja, R2. Hier. Du kannst dich über das Interface an den Stuhl anschließen. Anakin, jetzt schau doch mal raus. Das da oben ist sehr wahrscheinlich das Schiff, auf das wir warten. Und die Offiziere an Bord werden nicht erfreut sein, wenn du deine Nase in ihre Angelegenheiten steckst. Meine Herren? Nicht jetzt, TC. Dieses Risiko bin ich bereit einzugehen. Wenn sie es erlauben, kannst du von mir aus den ganzen Stuhl auseinandernehmen, wenn es das ist, was du willst. Das ist nicht, was ich will, Meister. Vielleicht hätte Qui-Gon dich in Watto's Trödel laden lassen sollen. Das meint ihr nicht ernst, Meister? Natürlich nicht. Aber ich weiß, wie gern du mit solchen Dingen spielst. Meine Herren! Still, TC. Und du auch, R2. Wo ist R2? Das wollte ich euch doch gerade sagen, meine Herren. Der Stuhl ist davongelaufen. Und er hat euren eingebildeten kleinen Droiden mitgenommen. Zu Fuß kann er nicht besonders weit gekommen sein, Meister. Komm! Der Flur ist leer. Da lang. R2! Keine Angst, wir sind schon da. Der Stuhl hat sich mit dem Schaltpult verbunden. Warum macht er das? Vielleicht lädt er sich auf. TC, kannst du übersetzen, was R2 sagt? Er sagt, der Mechno-Stuhl habe gerade seinen Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Oh nein. R2, unterbricht die Verbindung. Anakin, weg von dem Ding. Das kann ich nicht, Meister. Wir wissen jetzt, dass in diesem Stuhl etwas gespeichert ist, das wir nicht entdecken sollen. Wie lange noch, R2? Sekunden, Sir. Wir haben keine Zeit mehr, Anakin. Das Ding explodiert vielleicht, wenn du daran rumspielst. Ich habe es fast geschafft, Meister. Anakin, runter! Ja. Oh, seht, da kommt Dampf aus dem Stuhl. Giftgas. Ich wette, das ist das gleiche, das Gunray auf Naboo gegen Qui-Gon und mich einsetzen wollte. Ich muss dieses Verbindungskabel rausziehen. Anakin? Bist du in Ordnung? Ja, Meister. Kein Problem. Was ist denn das? Eine holographische Aufzeichnung. Ich wusste es. Wer ist das? Keine Ahnung. Sein Gesicht wird von der Kapuze verhüllt. Ja, selbstverständlich. Das ist Gunrays Stimme. Verlasst euch darauf, dass ich mich persönlich darum kümmern werde, Lord Sidious. Sidious? Ich werde sofort Kontakt zu Yoda aufnehmen. Bail. Mon Mothma. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Bei den ausufernden Kontrollen an der Landeplattform hatte ich schon befürchtet, es nicht rechtzeitig zu schaffen. Ja, auf Coruscant hat sich einiges verändert. Senatorin Amidala, ich dachte, ihr seid auf Naboo. Ja, es war eine wunderbare Woche. Aber nun hat der Termin mit dem Kanzler Priorität. Dieser Tage ist es nicht leicht, einen Termin bei Kanzler Palpatine zu bekommen. Nicht einmal für die Mitglieder des Loyalistenkomitees. Das kann man wohl sagen, Senator Saar. Senatorin Ikwe, Senatorin Tanil. Seid gegrüßt. Habt ihr schon die neuesten Berichte gehört? Ja, wenn es stimmt, was die Medien berichten, hat es in diesem Krieg eine Wendung zu unserem Vorteil gegeben. Hoffen wir, dass das ausreicht, um den Kanzler dazu zu bewegen, etwas von seiner Macht abzugeben, die wir ihm gewährt haben. Habt ihr Zweifel? Schließlich war es der Senat, der einst seine Amtszeit auf unbestimmte Zeit verlängert hat. Unter der Voraussetzung, dass er freiwillig zurücktritt, wenn die Krise beigelegt ist. Nur, dass sich die Krise inzwischen zu einem Krieg entwickelt hat. Der Kanzler wird sich unsere Sorgen zu Herzen nehmen. Was auch immer das nützen mag. Ihr unterschätzt Palpatines Scharfsinn. Außerdem mag er es, wenn man offen zu ihm ist. Wir sind ausgesprochen ehrlich gewesen, Senatorin. Bisher mit mäßigem Erfolg. Aber wenn er uns allen gegenübersteht, wird er sicher... Selbst mit einem Zehntel des Senats hinter uns wären wir noch zu wenig. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Absichten weiterverfolgen. Kommt. Schließlich wollen wir den Kanzler nicht warten lassen. So hatte ich mir den Termin allerdings nicht vorgestellt. Wie lange sitzen wir nun schon hier? Über eine Stunde. Eine Unverschämtheit. Endlich. Senatoren, was für eine Überraschung. Überraschung? Dieser Termin wurde vor mehr als 3 Wochen bestätigt. Tatsächlich?
Man hat mich nicht informiert. Selbstverständlich wurdet ihr informiert. Schließlich war es euer Büro, das den Termin bestätigt hat. Einige von uns haben viel aufs Spiel gesetzt und große Entfernungen zurückgelegt, um hierher zu gelangen. Solche Zeiten verlangen eben Opfer, Senatorin. Oder seid ihr vielleicht der Ansicht, dass ihr mehr riskiert habt als der Kanzler selbst? Niemand will hier andeuten, dass der Kanzler in seiner Bemühung um die Republik etwas anderes als unermüdlich gewesen ist. Aber es bleibt eine Tatsache, dass er zugestimmt hat, uns zu empfangen. Und wir werden nicht gehen, bevor er sein Versprechen erfüllt hat. Wir verlangen nicht viel von seiner Zeit. Das mag sein, Senatorin. Aber ihr müsst einfach verstehen, dass er wirklich viel zu tun hat. Es kommt jeden Tag zu neuen Entwicklungen. Ich höre, dass ihr euch mit dem Jedi-Rat angefreundet habt, Senator Organa. Warum geht ihr nicht eine Weile in den Tempel, während ich versuche, einen neuen Termin zu vereinbaren? Wir werden nicht gehen, ehe er uns empfängt, Sate. Das ist natürlich euer gutes Recht, Senator. Nicht aus den Augen Anakin den Stuhl lässt, hm? Er wollte den Transport des Stuhls zum Shuttle persönlich überwachen. Die Kryptografen sind sicher, dass der Stuhl bei einer vollständigen Untersuchung auf Coruscant noch größere Geheimnisse preisgeben wird als das Hologramm von Sidious. Beunruhigend diese Entdeckung ist. Nicht für möglich gehalten ich habe, dass Dooku hat gesagt die Wahrheit über die Existenz von Darth Sidious. Meister Yoda, ist es möglich, dass Dooku ebenfalls nicht gelogen hat, als er sagte, Sidious beherrsche den Senat? Ausführlich angesehen wir uns den Senat haben und viel gewagt, um insgeheim jene zu untersuchen, denen wir dienen. Beweise gab es keine. Ich habe Gerüchte darüber gehört, dass Dooku schon lange von der dunklen Seite fasziniert war. Gab es nicht einen Vorfall im Tempel um ein gestohlenes Sith-Holocron? Wahr dieses Gerücht ist. Aber verstehen du musst, Obi-Wan. Ein Jedi Dooku war, viele, viele Jahre lang. Schwer die Entscheidung ist, den Orden zu verlassen. Beeinflusst er wurde von vielen Dingen. Dem Tod deines früheren Meisters zum Beispiel. Auch wenn gerecht Qui-Gon wurde. Kompliziert das alles ist. Nur wenig wir wissen. Und viel vermuten wir müssen. Da sitzen eine Weile wir werden. Aufklären ich dich kann. Was für ein Meister war Dooku? Ein strenger Meister für Qui-Gon und andere. Mächtig er war, fähig, hochmütig. Und noch wichtiger, überzeugt er war, dass sich ausbreitet die dunkle Seite. Zeichen genug es gab, lange bevor zum Tempel du kamst, lange bevor Qui-Gon kam. Ungerechtigkeit, Vetternwirtschaft, Korruption. Hat der Rat gespürt, dass die Sith zurückgekehrt waren? Niemals verschwunden sie waren, aber stärker sie plötzlich wurden, näher an der Oberfläche. Gesprochen viel über die Prophezeiung Dooku hat. Die Prophezeiung vom Auserwählten? Die größere Prophezeiung, dass dunkle Zeiten bevorstehen. Geboren in ihrer Mitte der Auserwählte wird, um ins Gleichgewicht die Macht zu bringen. Anakin. Schwierig zu sagen, das ist. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wichtiger jedoch der Schleier der dunklen Seite ist. Oft gesprochen, Dooku hat mit mir und mit anderen Ratsmitgliedern. Vor allem mit Meister Sifo Dyas. Sifo Dyas? Enge Freunde sie waren. Aber besorgt Meister Sifo Dyas um Dooku war. Besorgt wegen seiner Enttäuschung über die Republik, über die Selbstversunkenheit der Jedi. Erkannt, er hat bei Dooku die Auswirkungen von Qui-Gons Tod. Die Auswirkungen des Wiederauftauchens der Sith. Gewusst von Dookus baldigem Verschwinden, Meister Sifo Dyas hat. Vielleicht gespürt die Entstehung der Separatistenbewegung, er hat. Meister, hat Sifo Dyas die Klonarmee in Auftrag gegeben? Gesprochen mit den Kaminoanern, er hat. Ohne euer Wissen? Ja, aber vorliegt ein Bericht über seinen ersten Kontakt. Ich hätte Lamassu intensiver verhören sollen. Oh, verhört die Kaminoaner wurden. Neues eröffneten sie. Tatsächlich? Wann sind sie verhört worden?
zurückhaltend sie waren, als zuerst nach Kamino ich kam. Aber später, nachdem angegriffen Kamino wurde, mehr erfahren ich habe über Bezahlungen. Von Saifo Diaz? Von Tyrannos. Dann konntet ihr herausfinden, woher das Geld für die Klonarmee kam? Über Tyrannos hinaus? Von Bogdan 4 aus in ein Labyrinth der Täuschungen, die Zahlungen führten. Könnte Tyrannos ein Deckname von Saifo Diaz gewesen sein? Könnte er den Namen angenommen haben, um abstreiten zu können, dass er etwas mit den Jedi zu tun hatte, falls die Klonarmee entdeckt wurde? Gewünscht ich mir das hätte. Aber ermordet Saifo Diaz wurde, bevor Jango Fett auf Kamino erschien. Wenn Gunray nicht so versessen darauf gewesen wäre, Padme Amidala umbringen zu lassen. Wenn es mir nicht gelungen wäre, diesen Silberpfeil zurückzuverfolgen, der den Changeling damals getötet hat. Nichts erfahren wir hätten von der Klonarmee. Aber die Kaminoaner hätten sich doch sicher mit uns in Verbindung gesetzt. Irgendwann bestimmt. Aber größer die Separatistenarmee bis dahin geworden wäre, unbesiegbar vielleicht. Es war nicht nur Glück. Nein. Erfahren wir sollten von der Klonarmee. Uns bestimmt war, diesen Krieg zu führen. Und zwar genau zu diesem Zeitpunkt. Geheimnisvoll dieser Konflikt ist. Wie er begann, wie er sich entwickelt. Diesen Krieg zu ihrem Vorteil zu nutzen, Dooku und Sidious versuchen. Wir werden Dooku bald erwischen. Über Dooku hinausgewachsen dieser Krieg ist. Nun beide vor Gericht gebracht werden müssen. Und alle, die gezogen auf die dunkle Seite Sidious hat. Enthüllen, du musst Sidious Spuren. Eine Chance, diesen Krieg zu beenden, dir und Anakin wurde gegeben. Vielleicht hätte Qui-Gon dich im Rotos Trödel laden lassen sollen. Das meint ihr nicht ernst, Meister? Natürlich nicht. Pass doch auf! Hey! Seid gefälligst vorsichtig damit! Immer locker bleiben, Junge. Wir kennen uns aus. Los, weiter. Wie habt ihr mich genannt? Hey, was ist mit dem Stuhl? Er bewegt sich nicht mehr. Ach, natürlich nicht. Das ist ein Jedi-Trick. Also gut, lasst ihn los. Erst wenn ich überzeugt davon bin, dass ihr tatsächlich wisst, was ihr tut. Okay, Junge. Wie war das? Hey, Mann, reiz ihn nicht. Weißt du nicht, wer das ist? Sagte Jedi, ich wollte euch nicht beleidigen. Ihr könnt den Stuhl selbst verpacken, wenn ihr wollt. Er ist sehr wichtig. Das ist alles. Ich will nicht, dass etwas schief geht. Seid ab jetzt vorsichtiger. Natürlich. General Skywalker? Was gibt es? Eine Hyperwellennachricht aus dem Büro des Kanzlers. Wo? Im Kommzentrum des Shuttles, Sir. Kanzler Palpatine. Anakin, ich gratuliere dir zu deinem Sieg auf Cato Neimodia. Danke, Sir. Aber leider muss ich berichten, dass Vizekönig Newt Gunray entkommen konnte. Ja, das hat man mir bereits gesagt. Aber ich gebe dir mein Wort, dass er sich nicht ewig vor uns verstecken kann. Keiner von ihnen kann das. Und eines Tages wirst du deine Chance zu einem vollständigen Sieg erhalten. Danke, Kanzler. Was ist denn, mein Junge? Ich spüre doch, dass dich etwas beunruhigt. Wenn es mit Gunray zusammenhängt. Nein, es hat nichts mit Gunray zu tun. Nur ein kleiner Vorfall hier, der mich wütend gemacht hat. Was für ein Vorfall? Nichts Wichtiges. Ich fühle mich nur immer schuldig, wenn ich zornig werde. Oh, das ist ein Fehler. Zorn ist etwas Natürliches, Anakin. Ich dachte, wir hätten das schon besprochen, nach dem, was auf Tatooine geschehen ist. Obi-Wan zeigt keinen Zorn, außer natürlich mir gegenüber. Und selbst dann ist er bestenfalls gereizt. Anakin, du bist ein leidenschaftlicher junger Mann. Das unterscheidet dich von deinen Jedi-Kameraden. Anders als Obi-Wan und die übrigen wurdest du nicht im Tempel aufgezogen, wo jungen Leuten beigebracht wird, ihren Zorn zu besiegen. Du hattest eine natürliche Kindheit. Du kannst träumen. Du hast Fantasien und Zukunftsideen. Du solltest nicht gegen diese Reaktion ankämpfen. Lerne aus ihnen. Aber kämpfe nicht dagegen an. Ja, Kanzler. Gut, mein Junge. Ich freue mich, wenn ich dir helfen konnte. Wie geht es denn auf Coruscant? Ich vermisse den Planeten. Coruscant ist wie immer ein strahlendes Beispiel dafür,
wie das Leben sein könnte. Ich nehme an, ihr trefft häufig mit dem Loyalistenkomitee zusammen. So ist es. Eine überaus geschätzte Gruppe von Senatoren, die die hohen Maßstäbe der Republik ebenso zu schätzen weiß wie du und ich. Nehmen wir zum Beispiel Senatorin Amidala. So leidenschaftlich und voller Mitgefühl. Die gleichen Eigenschaften, die sie zu einer so wunderbaren Königin von Naboo gemacht haben. Ich freue mich sehr, dass ihr beide so gute Freunde geworden seid. Würdet ihr ja einen Gruß von mir ausrichten? Aber selbstverständlich. Anakin, ich werde irgendwie dafür sorgen, dass du bald vom äußeren Rand zurückkehren kannst. Aber wir können nicht ruhen, bis jene, die für diesen Krieg verantwortlich sind, für ihre Verbrechen zur Verantwortung gezogen wurden. Verstehst du das? Ich werde meinen Teil dazu beitragen, Sir. Ja, mein Junge, das weiß ich. Das ist wirklich unerhört. Nicht aufregen. Wir sollten uns nichts anmerken lassen. Ihr seid immer noch hier, Senatoren? Ja, wir sind geduldig. Das ist gut zu wissen, denn der Kanzler hat immer noch viel zu tun. Ach, hat er das? Was ist denn da draußen los? Nichts, Kanzler. Senator Organa, Senatorin Amidala und all ihr anderen. Was für eine Freude, euch hier zu treffen. Wir hatten einen Termin. Tatsächlich? Warum habe ich nichts davon erfahren? Euer Stundenplan ist so voll. Ich wollte euch nicht noch mehr belasten. Mein Tag ist nie so voll, dass ich keine Zeit hätte, mich mit den Angehörigen des Loyalistenkomitees zusammenzusetzen. Geht jetzt, Seth, und erlaubt nicht, dass man uns stört. Ich rufe nach euch, wenn ich euch brauche. Bitte, nehmt Platz. Danke. Also, was bringt euch an einem solch schönen Nachmittag hierher? Wir werden direkt zum Thema kommen, Kanzler. Nun, da die Konföderation aus dem Kern und dem inneren Rand vertrieben wurde, möchten wir über die Einstellung einiger Maßnahmen sprechen, die im Interesse der öffentlichen Sicherheit ergriffen wurden. Vor allem jene Maßnahmen, die den uneingeschränkten Einsatz von Beobachtungsdroiden, Durchsuchungen und Verhaftungen ohne die entsprechenden offiziellen Verfügungen erlauben. Ich verstehe. Leider ist es eine Tatsache, dass wir den Krieg noch lange nicht gewonnen haben. Und ich bin wirklich nicht der Ansicht, dass Verräter und Terroristen plötzlich keine Gefahr mehr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Man hat mich erst heute früh informiert, dass die Separatisten immer noch viele Schlüsselwelten im äußeren Rand besetzt halten und dass unsere Belagerungen sich dort noch unendlich lange hinziehen könnten. Unendlich? Warum denken wir nicht daran, ihnen ein paar Welten zu überlassen? Der Handel im Kern und im inneren Rand ist beinahe wieder auf dem Vorkriegsstand. Einige dieser Planeten im äußeren Rand waren Republikwelten, die gewaltsam eingenommen wurden. Und ich fürchte, dass wir ein gefährliches Beispiel geben, wenn wir der Konföderation erlauben, sie zu behalten. Aber können wir denn im äußeren Rand überhaupt noch siegen? Die Hälfte der Klonarmee ist kampfunfähig, die Jedi weit verteilt. Würde es nicht so aussehen, als ob die Jedi den Krieg bewusst in die Länge ziehen? Ja. Wir müssen berücksichtigen, wie andere diesen Krieg sehen. Mit Dooku steht ein ehemaliger Jedi an der Spitze der Separatistenbewegung. Viele entfernte Welten halten das für einen Versuch der Jedi, die Galaxis zu beherrschen. Dann hört man auf den gleichen Welten davon, dass es die Jedi waren, die Geonosis angriffen und alles nur, weil zwei Angehörige des Ordens wegen Spionage zum Tode verurteilt waren. Wir wissen es selbstverständlich besser. Aber was soll man gegen eine solche Fehlinterpretation tun? Um nochmal auf die Sicherheitsmaßnahmen zurückzukommen. Senator Organa, macht euren Vorschlag zur Außerkraftsetzung der Maßnahmen im Senat. Ich werde akzeptieren, wie immer die Abstimmung ausgeht. Werdet ihr während der Debatten unparteiisch bleiben? Darauf gebe ich euch mein Wort. Dann haben wir einen Anfang gemacht. Genau wie ich das erwartet habe. Senatorin Amidala, ist das nicht der Droide, den Jedi Skywalker gebaut hat? Ja, das ist er. C-3PO. Oh, ich bin ausgesprochen geehrt, dass ihr euch an mich erinnert, Euer Majestät. Ja, diese Anrede ist vielleicht einem König oder Imperator angemessen.
Ich habe tatsächlich gerade mit ihm gesprochen, Hoheit. Mit Anakin? Senatorin Amidala, es sieht beinahe so aus, als würdet ihr erröten. Anakin, weiß Meister Yoda, wie es weitergehen soll? Ja, wir sollen nach Darth Sidious suchen, sobald der Stuhl die nötigen Hinweise preisgibt. Müssten wir nicht dem Kanzler von unserem Fund berichten? Ja, Anakin. Und das werden wir auch tun. Wenn der Rat es für angemessen hält, meint ihr? Nein, nachdem die Angelegenheit diskutiert wurde. Aber nehmen wir einmal an, dass ein oder zwei Ratsmitglieder mit der Mehrheit nicht übereinstimmen. Entscheidungen sind nicht immer einstimmig. Wenn wir wirklich gespalten sind, folgen wir Yodas Rat. Dann kann die Macht manchmal von einem Einzelnen intensiver gespürt werden als von 11 anderen? Selbst Yoda ist nicht unfehlbar, wenn du das meinst. Die Jedi sollten es aber sein. Wir könnten es sein. Ich höre. Indem wir mit der Macht weitergehen, als wir es uns bisher gestatteten. Indem wir auf ihrem Kamm reiten. Meister Sora Balk und viele andere würden dir zustimmen. Aber nur wenige Jedi haben Lust auf einen solchen Ritt. Wir sind nicht alle so gelassen wie Yoda oder Meister Windu. Aber vielleicht ist es falsch, uns der Macht auf Kosten jener Art von Leben hinzugeben, wie es die meisten Wesen führen. Auf Kosten eines Lebens, in dem es auch Begierde, Liebe und viele andere Emotionen gibt, die uns verboten sind. Hingabe an eine Sache ist schön und gut, Meister. Aber wir sollten nicht ignorieren, was sich vor unseren Augen abspielt. Ihr sagtet selbst, dass wir nicht unfehlbar sind. Dooku hat das verstanden. Er hat den Dingen direkt in die Augen gesehen und beschlossen, etwas zu unternehmen. Dooku ist ein Sith, Anakin. Er hat vielleicht gute Gründe gehabt, den Orden zu verlassen. Aber jetzt ist er nichts weiter als ein Meister der Täuschung. Er und Sidious nutzen die Willensschwachen aus. Sie reden sich selbst ein, dass sie unfehlbar sind. Aber ich habe Gelegenheiten erlebt, bei denen Jedi einander belogen haben. Und wir lügen jetzt, indem wir unsere Informationen über Sidious nicht mit dem Kanzler teilen. Was würden Sidious oder Dooku über unsere Lügen zu sagen haben? Vergleiche uns nicht mit ihnen. Die Jedi sind keine Sekte, Anakin. Wir werden von Mitgefühl und von dem Glauben geleitet, dass die Macht größer ist als die Summe jener, die sich ihr öffnen. Ich habe nur gefragt, Meister. Ja, Anakin. Da kommt Meister Yoda mit Captain Dine vom Geheimdienst. Das ganze Gewicht der Galaxis, Obi-Wan, auf seinen Schultern trägt, hm? Erleichtern dich unsere Neuigkeiten vielleicht werden. Captain, erzählt, was herausgefunden ihr habt. Wir wissen zwar immer noch nicht, ob der Mechno-Stuhl bewusst als eine Art Falle zurückgelassen wurde, aber das Abbild von Sidious ist echt. Die Nachricht wurde offenbar vor 2 Tagen übermittelt. Konntet ihr herausfinden, woher die Nachricht stammt? Noch nicht, Sir. Sie war unter anderem mit einem Code verschlüsselt, den der intergalaktische Bankenclan entwickelt hat. Wir arbeiten schon seit einiger Zeit daran, diesen Code zu knacken. Sollte uns das gelingen, können wir den Hyperwellensender des Stuhls vielleicht benutzen, um die Kommunikation des Feinds zu belauschen. Schon besser es dir nun geht, hm? Der Stuhl trägt den Stempel mehrerer Hersteller, die mit Dooku zu tun haben. Ist der Stuhl derselbe, den ich auf Naboo gesehen habe? Davon gehen wir aus, aber man hat ihn seitdem mehrfach modifiziert. Der Selbstzerstörungsmechanismus zum Beispiel ist relativ neu. Ebenso das Selbstverteidigungsgas. Wenn Gunray den Stuhl schon vor 13 Jahren hatte, hat er ihn vielleicht auch während der Naboo-Krise benutzt, um sich mit Sidious in Verbindung zu setzen. Wenn wir erfahren könnten, wer den Stuhl hergestellt hat. Die Experten weit voraus, Obi-Wan, sind. Wir wissen, wer für die namordianischen Gravuren auf dem Stuhl verantwortlich ist. Ein Cheecher, dessen Namen ich nicht einmal versuchen werde auszusprechen. Woher wisst ihr das alles? Der Cheecher hat seine Arbeit signiert. Panther 1, 2 Staffeln falscher Jäger eröffnen das Feuer. Wir kommen nicht an das Shuttle des Vizekönigs heran. Ausweichmanöver, die sind uns zahlenmäßig überlegen. Wir nehmen dich ins Kreuzfeuer. Kann sie nicht... Lenkt die falsche Jäger ab. Panther 3 und 4, wir kümmern uns um das Shuttle. Verstanden, Panther 1. Angriffsgeschwindigkeit. Sie haben uns getroffen! Beruhigt euch, Herr Akku. Nicht wir riskieren Kopf und Kragen, sondern die Klonpiloten. Die sind uns 2-1 unterlegen. Ja, aber was soll dann diese Inszenierung? Hast du es immer noch nicht begriffen? Wir haben Grievous' Direktive missachtet. Wegen unseres Umweges kommen wir zu spät zum Treffen. Ich will, dass es so aussieht, als hätte man uns zum äußeren Rand gejagt. Vizekönig, die Flotte hat uns auf dem Schirm. Siehst du? Grievous wird glauben, dass wir uns in einer Notlage befinden und die Klonpiloten auslöschen. Ich hoffe, euer Plan geht auf.
Natürlich. Grievous sieht uns doch. Ich denke, er sieht uns. Er wird schon reagieren. Bestimmt wird er reagieren. Was war das denn? Der Beschuss kam sicher von der Flotte, um uns zu helfen. Sir, eine Staffel wurde vernichtet. Seht ihr? Die Jäger der Republik haben keine Chance. Nein, Sir. Eine Staffel unserer Jäger wurde vernichtet. Was? Wieso? Und was soll das? Ha! Ich weiß nicht, ob Grievous wirklich den Ernst unserer Lage erkannt hat. Wie ist die Lage, Captain? Unser Beschuss hat den Überantrieb der Sternenjäger der Republik zerstört und die Eskorte des Shuttles auf die Hälfte reduziert. Sehr gut. Achte darauf, dass kein Sternenjäger den Sektor verlässt. Sie dürfen den Standort der Flotte nicht verraten. General, das Shuttle von Vizekönig Gunray wird schwer getroffen. Die Strahlenschilde stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Gut. Gunray zittert bestimmt schon vor Angst. Er soll wissen, was es heißt, mich mit einem solch lächerlichen Schauspiel in die Irre führen zu wollen. Wir sind verloren! Ruf das Kernschiff! Wir brauchen Verstärkung! Schnell! General, eine der Landevorrichtungen des Shuttles wurde getroffen. Es wird Zeit, ihn aus der Falle herauszulassen. Startet die drei Jäger, zerstört die Sternenjäger der Republik und eskortiert das Shuttle zur Landebucht. Sorge dafür, dass die Nemodianer sofort in den Besprechungsraum gebracht werden. Sag den anderen, dass ich bereits auf dem Weg bin. Jawohl, Sir. Hier lang. Danke. Habt ihr gehört, was der Shuttle-Pilot vorhin gesagt hat? Natürlich habe ich das. Unsere Jäger wurden von den Geschützen des Kreuzers zerstört. Ich weiß. Grievous hat uns mit dieser Aktion für unser spätes Eintreffen bestraft. Ihr müsst euch bei Dooku über diesen Frevel beschweren. Und was, wenn er sich auf Grievous Seite schlägt? Aber das... Ruhig jetzt. Wir sind da. Willkommen an Bord, Vizekönig. Endlich ist der Separatistenrat vollständig. Seid gegrüßt, General. Und ebenso die anderen Angehörigen des Rates. Einen Augenblick lang fürchteten wir schon, ihr würdet es nicht schaffen. Ich bin überzeugt, dass diese Aussicht euch zutiefst bedrückt hat, General. Ihr müsst wissen, wie wichtig ihr für unsere Sache seid. Ich weiß es, General. Ich gebe allerdings zu, dass ich mich frage, ob ihr das ebenfalls wisst. Ich bin euer Hüter, Vizekönig, euer Beschützer. Das gilt für alle von euch. Ich stehe für jeden gleichermaßen ein. Deshalb habe ich euch hergerufen, um für eure Sicherheit zu sorgen. Die Republik glaubt, dass sie euch in die Flucht geschlagen hat, aber tatsächlich haben Lord Sidious und Lord Tyrannus alles eingefädelt. Alles verläuft dem Plan entsprechend. Nachdem eure Heimatplaneten allerdings an die Republik gefallen sind, befiehlt man euch, in der näheren Zukunft als Gruppe zusammenzubleiben. Man hat mich angewiesen, für euch hier im äußeren Rand eine sichere Zuflucht zu suchen. Welcher Planet würde uns denn jetzt noch akzeptieren? Wenn sich keiner anbietet, Präsident Hill, werde ich einen erobern. Und nun solltet ihr vorübergehend auf eure Schiffe zurückkehren. Wenn ein Planet ausgewählt wurde, werde ich mich auf die übliche Weise mit euch in Verbindung setzen und euch neue Koordinaten durchgeben. Auf die übliche Weise? Psst! Grievous wird die Nachricht zu dem Meckenstuhl schicken, den wir... Ich weiß, was das bedeutet. Und jetzt lasst uns in unser Quartier gehen, und zwar schnell. Das ist es, Anakin. Charos 4. Wir erhalten Landekoordinaten. Da hat der Geheimdienst zur Abwechslung mal gute Vorarbeit geleistet. Glaubt ihr, die Chicha werden mit uns reden? Sie haben Grund genug, kooperativ zu sein. Nach der Schlacht um Naboo hat sich die Republik geweigert, weiterhin mit ihnen Geschäfte zu machen, weil sie den Nemordianern verbotene Waffen verkauft haben. Sie waren seitdem eifrig bemüht, diesen Fehler wieder gut zu machen.
Ich hoffe, Sie werden es uns nicht übel nehmen, dass ich so viele von Ihren Jägern zerstört habe. Ja, hoffen wir, dass sich dein Ruhm nicht bis zum äußeren Rand ausgebreitet hat. Aber unser Erfolg hängt eher davon ab, ob TC-16 Chicha so fließend sprechen kann, wie er behauptet. Meister Kenobi, ich versichere euch, dass ich die Sprache beinahe so gut beherrsche wie die Chicha selbst. Wie genau wollt ihr vorgehen, Meister? Ich denke, zunächst müssen wir beim Prälaten vorsprechen. Dieser wird uns dann hoffentlich zu dem Chicha bringen lassen, den wir suchen. Ihr meint Ralax, Lalak, Ahak? Ja, genau den. Was ist, wenn sie uns angreifen? Das werden sie nicht. Die Chicha sind eine friedliche Spezies. Wie konnte ich so dumm sein und mein Laserschwert abgeben? Anakin! Kein Gemetzel! Von wem redet ihr da? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Festhalten! Das ist leichter gesagt als getan! Ah! Gekämpft mit den Chicha, ihr habt? Nun ja, es war eher ein Gerangel. Wie ist es dazu gekommen? Erst sah alles ganz gut aus. Der Prälat führte uns zu dem Chicha, der den Stuhl signiert hatte. Aber der Chicha war ziemlich ungehalten darüber, dass wir ihn über seine Arbeit ausfragten. Schließlich versuchte er sogar zu flüchten. Wie habt ihr reagiert? Wir hielten ihn fest. Dann gerieten die Dinge etwas außer Kontrolle. Etwas? Vor 10 Jahren wäre das ein ausgewachsener diplomatischer Zwischenfall gewesen. Der Prälat hatte die Situation wieder beruhigt und wir konnten die Befragung fortführen. Was habt ihr in Erfahrung bringen können? Der Chicha behauptet, dass sowohl der Sender als auch der Holoprojektor bereits an den Mekno-Stuhl montiert gewesen seien. Er sagt, er hätte kaum mehr getan, als die Beine des Stuhls zu gravieren und ein paar Bewegungssysteme zu verbessern. Wusste dieser Chicha, woher der Sender kam? Ja, aus einer Einrichtung, die als Escard bekannt ist. Er glaubt, dass der Hersteller immer noch dort ist. Escard? Eine Asteroidenminenanlage. Sie gehört der Handelsgilde an. Obi-Wan? Mit Anakin bereit du dich hältst. Schon bald wir uns wieder melden werden bei dir. Verstanden, Meister Yoda. Seit wann sind die Chicha so nachsichtig? Seit sie mit uns wieder ins Geschäft kommen wollen. Dann wird der Prälat sich also nicht beim Senat über den Vorfall beschweren? Ganz bestimmt nicht. Etwas wirklich Schlimmes ist ohnehin nicht passiert. Nicht erreichen die Ohren des Kanzlers dies wird. Aber überrascht ich war von Obi-Wans Bericht. Verloren hat er sein Urteilsvermögen, fürchte ich. Wir beide wissen warum. Er hat sich vollkommen auf Anakins Seite geschlagen. Wenn der auserwählte Skywalker ist, dann hinnehmen wir sollten hunderte solcher diplomatischer Vorfälle. Aber nicht, um über solche Dinge mit uns zu sprechen, Captain Dain gekommen ist. Das stimmt, Meister Yoda. Es ist uns gelungen, den Code zu entziffern, den Dooku und, wie wir annehmen müssen, auch Sidious benutzt hat, um mit dem Separatistenrat zu kommunizieren. Eure Leute arbeiten seit Jahren daran, diesen Code zu knacken. Der Hyperwellensender des Stuhls hat uns die ersten wirklich guten Hinweise gegeben. Durch den Code waren wir imstande, eine Botschaft abzufangen, die durch den Mekno-Stuhl an Vizekönig Gunray gesendet wurde. Zeigt sie uns. Sofort. General Grievous, das ist... Ihr werdet erfreut sein zu hören, dass ich einen Planeten für uns gefunden habe, Vizekönig. Belderone wird fürs Erste unser Zuhause. Vizekönig? Vizekönig? Übertragung beendet. Ein ausgesprochen gutes Bild mit hoher Auflösung. Technologie von einer besseren Qualität, als wir gewöhnlich zu sehen bekommen. Selbst von der Konföderation. Sich um sein Image Sidious sorgt. Woher kam die Nachricht? Aus dem äußeren Rand. 6 Klonpiloten haben ein nemoidianisches Schiff verfolgt, das nach der Schlacht von Cato Nemoidia in diesen Sektor gesprungen ist. Keiner ist zurückgekehrt. Ein Treffpunkt der konföderierten Flotte es ist. Und Belderone ist der Nächste. Habt ihr noch mehr über die Quelle der ursprünglichen Sidious-Botschaft herausgefunden? Daran arbeiten wir noch. Die Bevölkerung von Belderone ist nicht besonders zahlreich, aber die Leute sind der Republik freundlich gesonnen. Grievous wird Millionen umbringen, nur um seine Stärke zu demonstrieren. Das dürfen wir nicht zulassen. Falls Republikstreitkräfte dort warten, wenn Grievous angreift, werden die Separatisten sofort wissen, dass es uns gelungen ist, ihre Kommunikation zu belauschen. Handeln wir müssen. Warten vor Belderone, die Republikstreitkräfte werden. Ihr habt selbstverständlich recht. Wenn wir nichts unternehmen und das bekannt werden sollte, informieren wir den Kanzler? Die Information wird nicht weitergegeben. Zustimmen ich muss. Benutzen den Notsender wir werden
um unsere Leute zusammenzuholen. Sorgfältig vorbereiten diese Schlacht, wir müssen. Ende des ersten Teils. Sichern Sie sich jetzt 100 Instagram-Likes für nur 1 Euro bei matrixcrash.de. Star Wars: Labyrinth des Bösen. Zweiter Teil. Wir können euch am Leben erhalten. In Träumen erinnerte sich Grievous an sein Leben. Sein sterbliches Leben. Auf dem Schlachtfeld war er unzählige Male dem Tod entgangen, hatte Zerstörung gesät und so viele Gegner wie möglich vernichtet. Oft war er verwundet nach Hause zurückgekehrt, blutig bis auf die Knochen, um sich im Kreis seiner Frauen und Nachkommen zu erholen. Doch all seine gewaltigen Erfahrungen als Krieger hatten die Niederlage nicht abwenden können. Nachdem der Hulk-Krieg ein Ende gefunden hatte, nachdem er von den Jedi beendet worden war, hatte seine Heimatwelt in Trümmern gelegen. Einzig der intergalaktische Bankenclan hatte dem besiegten Planeten Hilfe angeboten. Man würde die unglaublichen Schulden übernehmen, wenn Grievous zustimmte, dem Clan als Vollzugsbeamter zu dienen. Denn der Clan suchte jemanden, der ein Talent zum Einschüchtern hatte. Um seine Welt zu retten und auch wieder ein annähernd kriegerähnliches Leben zu führen, hatte Grievous das Angebot angenommen. Doch dann kam der Unfall. Nach all seinen Begegnungen mit dem Tod war er ausgerechnet bei einem Shuttle-Absturz tödlich verletzt worden. Ihm war es versagt geblieben, wie ein Krieger zu sterben. Diese Ungerechtigkeit, diese Würdelosigkeit hatte ihm mehr Schmerzen bereitet als die Wunden selbst. Im Bagda hatte er gelegen und genau gewusst, dass keine Heilflüssigkeit, keine Gammaklinge seinen Körper wiederherstellen konnte. Er sagte seinen Möchtegern-Heilern, sie sollten ihn aus dem Tank holen. Er konnte den Gedanken ertragen, im Vakuum des tiefen Raums zu sterben, aber nicht im Bagda-Tank. Und so dämmerte er dahin, im Schatten der gefällten Bäume, die seinen Scheiterhaufen bilden würden. Wir können euch am Leben erhalten. Obwohl Grievous zu diesem Zeitpunkt kaum klar sehen konnte, wusste er genau, wer da leise in sein unverletztes Ohr sprach. Der Vorsitzende des Bankenclans. Mit Hilfe von Atemgeräten, einer Schwebeplattform, einer Batterie von lebenserhaltenden Maschinen. Das meine ich nicht. Ihr werdet laufen, ihr werdet sprechen, ihr werdet eure Erinnerungen behalten, euren Geist. Ich habe meinen Geist. Was mir fehlt, ist ein Körper. Die meisten eurer inneren Organe sind irreparabel verletzt und können selbst von den besten Chirurgen nicht mehr zusammengeflickt werden. Und ihr werdet noch mehr aufgeben müssen. Ihr werdet die Freuden des Fleisches nie wieder erleben. Fleisch ist schwach. Wenn ihr wüsstet, wie sehr unsere geonosianischen Biotechniker die Cyborg-Technologie weiterentwickelt haben. Die Verbindung von organischem Leben und Technologie ist zu einer hohen Kunst geworden. Ihr gehört die Zukunft. Ein lebendiger Geist in einer Rüstung aus Durastahl und keramischem Panzerplast. Ich denke, dass ihr mein Angebot zu würdigen wissen werdet. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein Krieg bevorsteht. Ein Krieg? Ich weiß selbst nicht genau, wann er beginnen wird. Aber wenn dieser Tag kommt, wird die gesamte Galaxis darin verwickelt sein. Wer wird
diesen Krieg beginnen. Der Bankenclan, die Handelsföderation. Jemand, der viel mächtiger ist. In Träumen erinnerte sich Grievous an sein vergangenes Leben. Tatsächlich aber träumte er nicht, denn Träume waren Produkte des Schlafes und General Grievous schlief nicht. Aber wenn er sich für kurze Zeit der Stasis in seiner kapselartigen Kammer hingab, welche die Erbauer seines metallenen Körpers für ihn geschaffen hatten, konnte er sich manchmal daran erinnern, wie es sich angefühlt hatte, zu leben. Und wenn er in seiner Kammer war, durfte niemand ihn stören. Es sei denn, bei einem feindlichen Angriff. Wie ist die Lage, Captain? Die Flotte ist wie befohlen bei Belderone aus dem Überraum gesprungen. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Unmöglich. Belderone verfügt nicht über eine solche Verteidigung. Es sind Sternjäger der Republik. Angriffskreuzer, Zerstörer und andere große Schiffe befinden sich über der Nachtseite von Belderone. Befiehl unseren Schiffen, die Schilde zu aktivieren und sich hinter uns zu formieren. Die Vorhut soll eine Schildformation bilden, um die Kernschiffe zu schützen. Ja, General. Kipp das Schiff nach Steuerbord, um unser Profil so klein wie möglich zu halten und rekonfiguriert die Deflektorschilde. Lasst alle Geschwader von Droiden-Dreijägern ausschwärmen und halte die Backbord Geschützbatterien für Flankenfeuer bereit. Meldung! Torpedofeuer von den Republikzerstörern. Keine Schäden. Schilde stabil bei mehr als 90%. Leg das Echtzeit-Hologramm auf die Taktikkonsole! 60 große Schiffe reichen nicht aus, um unsere Flotte zu zerstören. Aber sie haben genug Feuerkraft, um Belderone zu verteidigen. Auf der abgelegenen Seite des Planeten bewegt sich ein eskortierter Konvoi von Transportern auf einen der beiden Monde zu. Das ist eine organisierte Evakuierung. Die Republik wusste, dass wir... Check das Steuerbordtriebwerk, R2. Das habe ich mir gedacht. Verändere die Einstellung. Wir wollen nicht als Letzte eintreffen. Ja, das ist es. Das ist Tempo. Anakin, hattest du Schwierigkeiten? Nicht der Rede wert, Meister. Ich denke, wir überlassen die kleinen Dinger Oddball und kümmern uns direkt um die Großen. Zwischen uns und Grievous befinden sich etwa 500 Droiden. Außerdem haben die großen Schiffe zu starke Schilde. Folgt einfach nur meinem Beispiel, Meister. Ich werde es versuchen, Meister. Kampfgeschwindigkeit, R2. Nein, R2. Wir warten, bis uns die Droidenschiffe anvisieren. Und jetzt rollen! Feuer! Ein gutes Manöver. Danke, Meister. Aber jetzt sind die Tri-Jäger auf uns aufmerksam geworden. Macht euch um die keine Sorgen. Steuerbord, R2. Genau, was ich gebraucht habe. Alles in Ordnung da hinten? Ein bisschen angesenkt, aber ansonsten okay. Bleib dicht bei mir. Anakin, was hast du vor? Wir nehmen uns das erste Schiff in ihrer Vorhut vor. Das steht bereits unter heftigem Beschuss. Richtig. Und die Schilde dürften nicht mehr lange halten. Anakin, wenn wir noch näher ranfliegen, sind wir drin in dem Ding. Nur ein Treffer an der richtigen Stelle und die Schilde fallen aus. Torpedo, R2. Geschafft. Die Schilde sind unten. Pass auf das Langstreckenfeuer unserer Schiffe auf. Ja. Gebt ihm den Rest. Das Schiff ist explodiert. Jetzt haben wir freies Schussfeld. Anakin, das da vor uns ist der Kreuzer von General Grievous. Ganz richtig. Hast du dir diese Geschützbatterien angesehen? Wann werdet ihr endlich lernen, mir zu vertrauen? Ich vertraue dir. Ich kann nur nicht mit dir Schritt halten. Also gut, dann komme ich gleich zurück. Der wird mich wirklich nochmal umbringen. Dieser Pilot hat wohl völlig den Verstand verloren. Erledigt diesen gelben Sternjäger. Dieser Jäger weigert sich, getroffen zu werden, aber sein Feuer kann uns nichts anhaben. Interessant. Dieser Pilot schießt mit äußerster Präzision. Er scheint zu wissen, wann und wohin wir schießen. Kein Klon würde diese Risiken eingehen. Anakin, warum schießt du auf die Brücke? Das bringt nichts. Das ist ein Vorgeschmack auf das, was passieren wird, wenn wir uns direkt gegenüberstehen, Grievous. Skywalker.
Das muss Anakin Skywalker sein. Ein zweiter Sternjäger gibt ihm Deckung. Dann muss das Obi-Wan Kenobi sein. Zwei Stacheln im Fleisch der Separatisten. Sollen wir weitere Maßnahmen gegen die angreifenden Schiffe einleiten, General? Das ist leider nicht unser Auftrag, Captain. Unsere Schiffskommandanten sollen sich auf eine Änderung der Kampfbefehle vorbereiten. Ja, General. Zieht das Schiff hoch. Bereitet euch darauf vor, auf mein Kommando aus allen Geschützen zu feuern. Was macht Grievous denn da? Er fliegt aus dem Schatten des Planeten heraus. Aber warum? Was? Nein! Er hat auf den Konvoi geschossen. General Kenobi, die Schweinjäger und falscher Droiden kehren zurück zu den Schiffen. Ich sehe es, Oddball. Er will fliehen. Die Separatistenflotte dreht bei. Nein! So können wir ihn nicht davonkommen lassen. Warte, Anakin. Die Evakuierten brauchen unsere Hilfe. Anakin? Ihr habt recht, Meister. Ich bin auf dem Weg. Die Schiffe der Hauptflotte sind in Sicherheit. Erwartetes Eintreffen am alternativen Sammelpunkt in 10 Standardstunden. Verluste bei Belderone, Captain. Akzeptabel. Gib meinen Elitewachen Anweisung. Sie sollen sich in der Startbucht für die Shuttles einfinden, sobald wir aus dem Hyperraum kommen. Wenn alle Schiffe den Sammelpunkt erreicht haben, kündige Vizekönig Gunray an, dass ich ihn besuchen werde. Gut von Dooku ausgebildet, General Grievous ist. In die Enge getrieben, gegen die Schwächsten sie sich wenden. Zwingen wollen sie uns, zwischen dem Retten von Leben und der Fortsetzung des Kampfs zu wählen. Die Vertreter von Belderone haben dem Senat gegenüber ihre Dankbarkeit ausgedrückt, trotz der Verluste. Getötet wurden mehr als 10.000 und 27 Jedi. Milliarden sind in diesem Krieg gestorben. Belderone wurde gerettet. Und was wichtiger ist, Grievous ist weiterhin auf der Flucht. Eine schreckliche Warnung, Belderone, ist. Stärker die Macht der dunklen Seite wird. Aufspüren, Sidious, wir müssen. Aufspüren und eliminieren. Vizekönig, der General hat das Shuttle verlassen. Das bedeutet, dass er jeden Augenblick hier sein wird. Es muss um den Mechnostuhl gehen. Was habt ihr ihm gesagt? Nun, als Schumacher erwähnte, dass wir nach Belderone kommen sollen, habe ich mich mit Grievous in Verbindung gesetzt und meiner Verärgerung darüber Ausdruck verliehen, dass er mich nicht persönlich informiert hat. Ich habe ihn bezichtigt, mich bewusst ausgeschlossen zu haben. Das habt ihr wirklich getan? Er behauptete, dass er versucht hat, sich mit mir über den Hyperwellensender im Mechnostuhl in Verbindung zu setzen. Ich sagte, ich hatte keine solche Botschaft erhalten. Seht auf den Monitor! Sie kommen! Grievous hat 4 seiner Elitewachen bei sich. Das heißt nichts Gutes. Lasst uns herein, Vizekönig. Oder soll ich meine Wachen anweisen, alles niederzumachen, was zwischen mir und euch steht? Bleibt stehen, Harko! Wo wollt ihr hin? Ich will... Wenn wir fliehen, sieht das nur aus, als hätten wir ein schlechtes Gewissen. Wir haben ein schlechtes Gewissen. Das weiß er nicht. Vizekönig! Er weiß es doch. Harko, wartet! Harko! Vizekönig! Also gut, sprengt diese Tür und dann... Endlich! Was hat dieses Eindringen zu bedeuten? Eure Herren werden nicht billigen, dass ihr mich so behandelt. Und ob sie das werden, wenn sie erfahren, was ihr getan habt? Wovon redet ihr da? Ihr abscheuliches Wesen! Wenn Lord Sidious hört, dass ihr uns einen Planeten verspracht und uns dann nichts geben konntet... Wache! Was soll das? Sagt eurer Wache, sie soll den Kampfstab wegnehmen. Er ist so dicht vor meinem Gesicht. Ich glaube, ihr vergesst, wen ihr vor euch habt. Lord Sidious Blechmarionette. Ohne die Handelsföderation hättet ihr keine Armee, die ihr kommandieren könntet. Der Mechnostuhl. Ich will ihn sehen. Ich hatte einen Wutanfall und habe ihn zerstören und aus dem Schiff werfen lassen. Ihr lügt. Es gab kein Problem der Übertragung. Der Stuhl hat meine Botschaft an euch empfangen.
Was wollt ihr damit andeuten? Der Stuhl befindet sich nicht mehr in eurem Besitz. Er ist dem Feind in die Hände gefallen und durch ihn hat die Republik von meinen Angriffsplänen auf Belderon erfahren. Ihr habt den Verstand verloren. Lasst mich runter! Ich ersticke! Ich werde dieses Schiff nicht verlassen, bevor ihr mir alles gesagt habt, was ich wissen will. Habe ich euch richtig verstanden, Meister Windu, Meister Yoda? Wir haben die Möglichkeit, separatistische Botschaften zu belauschen. Unwahrscheinlich, dies nach Belderone geworden ist. Für Belderone habt ihr also die Möglichkeit aufgegeben, die Separatisten weiterhin abhören zu können. Hätte man mich in dieser Angelegenheit konsultiert, wäre ich zu der gleichen Entscheidung gekommen. Aber ich muss hinzufügen, Meister, dass ich immer noch sehr verärgert darüber bin, dass man mich übergangen hat. Warum habe ich nichts davon erfahren? Soll ich etwa annehmen, dass ihr mir nicht mehr traut? Nein. Aber viele in diesem Büro ein- und ausgehen, behalten unsere Informationen für uns, wir haben. Aber ihr vertraut weiterhin allen in eurer eigenen Umgebung. Könnt ihr euch vorstellen, wie einige darauf reagieren werden? Immerhin halten sich viele Angehörige eures Ordens vom Krieg bewusst fern. Und einige sind sogar zu den Separatisten übergelaufen. 10 Jahre alt diese Vorwürfe sind, Kanzler. Es gibt noch einen wichtigeren Grund, wieso ihr nicht über den Sender informiert wurdet. Er enthielt auch eine gespeicherte Botschaft. Eine Botschaft, die Vizekönig Gunray von Darth Sidious erhalten hat. Sidious? Sidious? Der Name kommt mir bekannt vor. Dooku Sith-Meister Sidious ist. Erfahren von seiner Existenz, Meister Kenobi hat, als auf Geonosis er war. Aber keinen weiteren Beweis wir bisher dafür hatten. Jetzt erinnere ich mich, ein weiterer Sith. Verzeiht, Meister, aber wieso ist das so wichtig? Im Gleichgewicht dieser Krieg gewesen ist. Bei seiner Verlängerung eine Rolle, die Sith spielen könnten. Ich glaube, ich fange an, die Gründe für die Geheimhaltung zu verstehen. Die Jedi versuchen, diesen Sidious zu entlarven. Verfolgt die Hinweise, wir haben. Könnte die Gefangennahme von Sidious den Krieg beenden? Sie könnte das Ende zumindest beschleunigen. Dann hoffe ich, dass ihr meine Entschuldigung akzeptiert. Tut, was immer ihr tun müsst, um diesen Sidious zu erwischen. Wir sind da. Eskard. Ich hatte mir etwas anderes vorgestellt, als der Chicha sagte, Eskard sei ein Asteroidenbergbauunternehmen. Auf dem Asteroiden selbst fördert man schon lange nicht mehr. Die Gilde hat die Steinbrüche und die Stollen in Verarbeitungszentren und Außendienstbüros umgewandelt. Eskard ist mit der neuesten und besten Traktorstrahltechnologie ausgestattet. Damit fangen sie kleinere Asteroiden ein und ziehen sie direkt in die Einrichtung. Und ihr seid sicher, dass wir den Entwickler des Senders hier finden? Nach den Informationen des Geheimdienstes, ja. Sein Name ist Tal Kassar. Ein Bith-Techniker, der aus noch unbekannten Gründen verhaftet wurde. Was für ein Zufall. Wir müssen vorsichtig sein. Ihr sagtet, der Geheimdienst hätte einen Agenten auf Eskard eingeschleust. Das stimmt. Allerdings konnte man mir nicht sagen, wann wir mit dem Agenten in Kontakt kommen werden. Oder ob überhaupt. Korallianischer Kreuzer, identifizieren Sie sich und nennen Sie den Grund für Ihren Besuch. Wir sind selbstständige Geschäftsleute auf der Suche nach Arbeit. Negativ. Sie erhalten keine Andockerlaubnis. Es gibt keine freien Stellen auf Eskard. Oh, wir werden uns doch wohl nicht umsonst wie umherziehende Raumfahrer verkleidet haben. Von Steuerbord nähert sich eine Korvette. Irgendwelche Anweisungen in letzter Minute, Meister? Halte dich an den Plan. Unsere beste Hoffnung, in die Nähe von Xar zu gelangen, besteht darin, uns selbst verhaften zu lassen. Sollte kein Problem sein. Übertreibe es bitte nicht. Meister, wenn wir es Ihnen zu einfach machen, werden Sie misstrauisch werden. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Korallianischer Kreuzer, wenn Sie nicht abdrehen, werden wir Gewalt anwenden. Darauf habe ich gewartet. Haltet euch fest. Das tue ich bereits.
Kommt raus! Haltet die Hände dort, wo ich sie sehen kann! Nicht gerade das freundliche Willkommen, das wir auf Charis 4 erhalten haben. Ich habe beinahe Heimweh nach den Chicha. Keine plötzlichen Bewegungen. Wie dramatisch. Keine Machttricks. Spielverderber. So, so. Wieder zwei, die glauben, sie könnten unserem Traktorstrahl entwischen. Was wollt ihr in diesem Sektor? Wir hatten gehofft, Arbeit zu finden. Man hat euch informiert, dass es keine gibt. Warum habt ihr euch Ärger eingehandelt, indem ihr eine unserer Korvetten angegriffen habt? Wir waren der Ansicht, dass ihr uns unhöflich behandelt habt. Wir wollten uns doch nur vorstellen. Dann ist also alles ein Missverständnis. Genau. Ah, in diesem Fall führen wir euch natürlich gerne ein wenig herum. Fangen wir mit der Gefängnisebene an. Legt diesen Komödianten Betäubungshandschellen an und durchsucht sie nach verborgenen Waffen. Können wir nicht einfach eine Strafe zahlen und weiterziehen? Darüber könnt ihr mit dem Richter reden. Sie sind sauber. Dann vorwärts mit euch, zum Turbolift. Und ihr durchsucht das Schiff und beschlagnahmt alles, was von Wert ist. Zu Befehl. Wir müssen uns beeilen. Sind Sie Travail? Ja, Agent der Republik. Die Sache mit dem Bith hat sich verkompliziert. Er soll hingerichtet werden. Was hat er angestellt? Jemanden umgebracht? Nein, einen Buchhaltungsfehler gemacht. Eine Hinrichtung scheint eine ziemlich harte Strafe dafür zu sein. Die Gerichtsbehörde von Escard behauptet, sie wolle ein Exempel statuieren. Aber es ist eindeutig, dass die Anklage aufgebauscht wurde. Wahrscheinlich, weil ihr auf dem Weg hierher wart, um ihn zu sehen. Wenn er erwartet zu sterben, wird er vielleicht nicht mit uns reden wollen. Das dachte ich auch. Aber wenn ihr gemeinsam mit ihm fliehen könntet... Ließe sich das arrangieren? Ich kann es versuchen. Und jetzt leise. Willkommen auf der Gefängnisebene. Unteroffizier, bringt unsere beiden Gäste in Zelle 4816. Da sitzt bereits der Bith. Und? Dann ist er nicht so allein. Also gut, hier lang. Sehr gepflegt, euer Zellentrakt. Wartet, bis ihr die Zelle seht. Das ist ja widerlich. Eine Warnung. Die Sauberkeit der Einrichtung wird nur noch von der Qualität der Küche übertroffen. Dann wollen wir hoffen, dass man uns schon vor dem Essen wieder freilässt. Rein da! Na toll. Gute Arbeit da draußen, wirklich. Ah, du warst auch nicht gerade hilfreich, als du die Wache schlafen geschickt hast. Sie hatte es nicht besser verdient. Und, was hat euch hier reingebracht? Das geht euch nichts an. Bitte lasst mich in Ruhe. Geduld, Anakin. Ja, Meister. Rein da mit ihm! Vorsicht! Travail, was macht ihr denn hier? Sie haben mich entlarvt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Eine weitere unerwartete Entwicklung? Das kann kein Zufall sein. Jemand ist uns auf der Spur. Und was jetzt? Konntet ihr etwas arrangieren, Travail? Ja, ein Stromausfall. Wann fällt der Strom aus? In einer Stunde. Was ist mit dem da? Hört zu, Kassar. Ich weiß, ihr seid nicht an Konversation interessiert. Aber vielleicht können wir hier rauskommen. Interessiert euch das mehr? Ja, danke. Dann haltet euch bereit. Wenn wir hier raus sind, müsst ihr den Gang links von der Wachstation nehmen. Haltet euch weiterhin links, bis ihr eine Treppe erreicht, die euch zum Undockring bringen wird. Nehmt ihr einen anderen Weg? Jemand muss den Traktorstrahl deaktivieren, oder euer Schiff kann nicht starten. Zwei Ebenen unter uns befindet sich eine Transformatorstation. Ich kenne mich gut genug aus, um sie kurzfristig stillzulegen. Ich komme mit euch. Anakin, du gehst mit Kassar. Lass ihn nicht aus den Augen. Da draußen sind noch Wachen. Macht euch deswegen keine Sorgen. Und die Tür? Könnt ihr sie öffnen? Manuell, meine ich. Oh. Meine Handschellen. Handschellen und Türen sind kein Problem für uns.
Meister, das Licht. Das Flackern bedeutet, dass der Strom jeden Moment ausfällt. Seht ihr? Anakin, die Tür. Ja, Meister. Ich kann nicht aufhören zu staunen. Raus jetzt! Beeilung! Die Notfallbeleuchtung sollte sich bald einschalten. Jetzt habe ich euch. Was war das denn? Ein Machtstoß. Kommt! Ich verstehe das nicht. Ganz offensichtlich seid ihr Jedi. Nur die beiden. Aber was macht ihr hier auf Escort? Republikangelegenheiten. Halt! Hier trennen wir uns. Vergesst nicht, immer nach links, bis ihr zur Treppe gelangt. Wo schickt ihr ihn hin? An Dockbucht 36. Ich kenne den Weg. Gut, dann kennt Kessar auch den Weg zur Andockbucht 40. Dort werden wir auf euch warten. Die Sicherheit wird den Traktorstrahl nicht sofort wieder aktivieren können. Und euren Flugkünsten nachzuschließen, solltet ihr kein Problem damit haben, den Patrouillenschiffen aus dem Weg zu gehen. Aber trotzdem, viel Glück. Danke, aber so etwas wie Glück gibt es nicht. Hier ist es. Traktorstrahlkopplungsstation Nummer 3. Seid vorsichtig. Dieser Laufsteg ist ziemlich schmal. Wir müssen uns beeilen. Ich spüre, dass jemand kommt. Es wird nicht allzu lange dauern. Das sind geonosianische Wachen. Wo sind diese Laserschwerter, wenn man sie braucht? Wenn sie noch näher kommen, entdecken sie uns. Könnt ihr sie irgendwie ablenken? Bin schon dabei. Sie ziehen ab. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr dieses Geräusch herbeigeführt? Ein alter Trick. Es ist ein Wunder, dass der Krieg noch nicht vorüber ist. Macht euch an die Arbeit. Es können jederzeit wieder Wachen auftauchen. Da, hinter der Biegung ist bereits der Andockring. Wartet, lasst mich vorgehen. Das habe ich mir gedacht. Das Schiff wird bewacht. Um die Droiden werde ich mich kümmern. Ihr rennt direkt zur Rampe. Bleibt nicht stehen, bevor ihr im Schiff seid. Verstanden? Verstanden. Dann los. Achtung, Achtung. Roger, Roger. Stehen bleiben. Kein Problem. Kommt, schnell. Los, rein jetzt. Die Korvetten der Gilde sind wahrscheinlich schon auf dem Weg. Wir müssen hier weg. Nein. Was? Wir beide müssen erst reden. Reden? Ihr beantwortet entweder meine Fragen oder ich werfe euch wieder raus und überlasse euch den Gossams. Aber worüber wollt ihr denn reden? Über einen Hyperwellensender, den ihr vor 13 Jahren entwickelt habt. Vor 13 Jahren? Ich kann mich nicht mal an die letzte Woche erinnern. Es war eine Sonderbestellung. Striktere Geheimhaltung als üblich. Man hat euch sicher gut bezahlt. Ihr habt den Sender in einen Mechno-Stuhl installiert. Jetzt verstehe ich. Meine Verhaftung, die Gefangenschaft, das Todesurteil, der Sender... Das hat euch hergebracht. Wer hat ihn bestellt? Ich nehme an, ihr wisst die Antwort bereits. Wie hat er sich mit euch in Verbindung gesetzt? Durch mein persönliches Comlink. Er hat einen besonders fähigen Techniker gebraucht. Einen, der ohne Fragen all seinen Anweisungen folgt. Die Entwürfe, die er geschickt hat, waren anders als alles, was ich je gesehen habe. Das Endergebnis war beinahe künstlerisch. Warum hat er euch hinterher erlaubt, weiterzuleben? Ich war nie sicher. Ich wusste, dass ich nützlich gewesen war. Ich dachte, er würde vielleicht weitere Geräte brauchen, aber ich habe nie wieder von ihm gehört. Wenn ihr bezüglich eurer Festnahme recht hattet, bedeutet das, dass er euch im Auge behalten hat. Erzählt mir den Rest und wir können euch vielleicht vor ihm schützen. Das ist alles. Ihr haltet etwas zurück. Ich kann es spüren. Ich habe zwei davon gebaut. Wer hat den zweiten bekommen? Einer der Separatistenführer? Nein, Sanar Systems. Der Sender war für eine Art experimentelles Raumfahrzeug gedacht, das sie bauten. Wer sollte das Fahrzeug erhalten? Ich weiß es nicht. Das schwöre ich, Jedi. Aber ich kannte die Pilotin, die Sanar dafür bezahlt hat, um das Schiff abzuliefern. Ihr kanntet sie? Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Aber ich weiß, wo ihr anfangen könntet, nach ihr zu suchen. Die Droiden kommen! Es sind zu viele! Vor allem rennt uns die Zeit davon. Lauft! Hier lang! Ach, ich liebe einen guten Plan. Jetzt habe ich euch. Los, an Bord! Ja! Ach, es tut gut, noch am Leben zu sein. Hattet ihr Probleme? Das Übliche. Achtung jetzt, wir starten. Zwei Geldenkorvetten Backbord.
aber sie verfolgen uns nicht. Und ich war so sicher, dass das noch nicht alles war. Ja, es ist enttäuschend. Kessar wirkt ein wenig bedrückt. Hast du ihn verhören können? Kurz. Und? Wir haben eine neue Spur. Ich habe die Hyperraumkoordinaten. Festhalten. Willkommen, Lord Tyrannus. Meister Sidious, ich bin so schnell wie möglich nach Coruscant zurückgekehrt. Wurden meine Anweisungen ausgeführt? Ja. Und ihr seid dennoch hierher gekommen? Es gibt Dinge, über die man am besten von Angesicht zu Angesicht spricht. Ihr meint sicherlich das Verschwinden von Kessar, das nicht ganz nach Plan verlaufen ist. Bedauerlicherweise, mein Lord. Von Vizekönig Gunray über den Chicha-Graveur zu dem Bith, der meine Entwürfe für den Hyperwellensender und den Holoprojektor umgesetzt hat. Die Jedi wollen euch finden, mein Lord. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Krieg noch ein wenig andauert. Es gibt immer noch Planeten und Personen, die wir auf unsere Seite ziehen müssen. Ich verstehe. Sagt mir, wer sind die Jedi, die diese Suche durchführen? Skywalker und Kenobi. Ich missbillige diese Wendung, Lord Tyrannus. Ich missbillige sie sehr. Mein Lord, die Jedi suchen vielleicht noch nach anderen, die an der Fertigung der Kommunikationsgeräte beteiligt waren. Und dann ist da noch die Sache mit Grievous' Niederlage bei Belderone. Macht euch wegen Belderone keine Sorgen. Es wird am Ende unseren Zweck nur dienen, wenn die Republik glaubt, uns aus ihrem kostbaren Kern verscheucht zu haben. Was eure Sorge um die Geheimhaltung meines Aufenthaltsorts angeht, sie rührt mich. Aber auch hier entdecke ich langsam eine Möglichkeit, die Ereignisse zu unseren Gunsten zu nutzen. Ja, ich fange an. Die Leuchtfeuer an dem Weg zu sehen, den Skywalker und Kenobi nehmen werden. Wir stellen unsere Falle für sie auf Neos 3 auf. Was erwartet ihr von mir? Nichts weiter als die Vorbereitungen. Denn ihr werdet anderswo gebraucht. Lasst dies von Außenseitern erledigen. Betrachtet es als geschehen. Noch eine Kleinigkeit. Sorgt dafür, dass Obi-Wan Kenobi kein Ärgernis für mich mehr ist. Stellt er eine so große Gefahr für unsere Pläne dar? Nein, aber Skywalker tut das. Kenobi ist wie ein Vater für ihn. Sobald Skywalker verwaist ist, wird er die Fronten wechseln. Wechseln? Zur dunklen Seite. Also schicke ich schweren Herzens 200.000 zusätzliche Soldaten zum äußeren Rand, obwohl ich es in vollem Vertrauen darauf tue, dass das Ende dieses brutalen Konflikts endlich in Sicht ist. Aus dem Kern verjagt, vertrieben aus dem inneren Rand und den Kolonien und bald schon in die Spiralarme gescheucht, wird die Konföderation einen hohen Preis für das zahlen, was sie unserem schönen Haus angetan hat. Eine Zurschaustellung von Macht dies ist. Das sehe ich auch so. Und falls meine Aussagen den Eindruck erwecken, dass die schwierigsten Entscheidungen schon hinter uns liegen, will ich schnell hinzufügen, dass es noch viel zu tun gibt. So viel Wiederaufbau. So viel Neuordnung. An euch alle werde ich mich wenden,
wenn ich Anleitung brauche bei der Neufassung unserer Verfassung, um sie den Bedürfnissen der neuen Epoche anzupassen. Wie meint er das? Und schließlich wende ich mich an euch alle, um einen neuen Geist in Coruscant zu erwecken. Im Kern, in den Sternsystemen, in denen das Licht der Demokratie weiterhin leuchtet, sodass wir uns auf weitere 1000 Jahre Frieden freuen können und weitere 1000 danach und so weiter, bis der Krieg selbst vollkommen aus unserer Domäne verbannt ist. Reicht das? Ich denke ja. Ihr könnt den Holoprojektor abschalten. Senator Organa, zu schätzen, wir wissen euren Besuch. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass trotz allem, was die Holoaufzeichnung von Palpatines Rede euch glauben machen will, wir nicht alle aufgesprungen sind und geklatscht haben. Uns dessen bewusst wir sind. Coruscant ist bereits in Feststimmung. Man kann es praktisch riechen. Voreilig diese Feiern sind. Was denkt sich Palpatine nur, die Hälfte von Coruscants Verteidigern für die Belagerung im äußeren Rand einzusetzen? Ermutigt sich Palpatine fühlt durch das, was bei Belderone erreicht wir haben, zu einem Labyrinth des Bösen dieser Krieg geworden ist. Schützen uns selbst wir müssen. Schützen die Traditionen, die die Jedi seit 1000 Generationen aufrechterhalten haben. Wir können nur hoffen, dass Obi-Wan und Anakin herausfinden, wo dieser Krieg seinen Ursprung hat, bevor es zu spät ist. Ah. Soll ich dir raushelfen? Nein, Meister. Die Pfütze ist nicht sonderlich tief. Ah. Ich habe dich gewarnt, auf der Hauptstraße aufzupassen, wo du hintrittst. Ich finde es erstaunlich, dass diese Anhäufung von Schlamm als Hauptstraße bezeichnet wird. Ah, was ist das denn? Was? An meinem Stiefel. Hm. Es könnte etwas Lebendiges sein. Oder etwas, das einmal lebendig gewesen ist. Oder von etwas Lebendigem kam. Was auch immer es ist. Es wird bei einem anderen mitreisen müssen. Ich habe ja immer gesagt, dass es schlimmere Orte als Tatooine gibt. Und ihr habt vor, jeden einzelnen davon aufzusuchen. Für diesen Ausflug kannst du dich bei Tal Kassar bedanken. Er war es, der vorgeschlagen hat, wir sollten auf Neos 3 unsere Suche fortsetzen. Ich habe beinahe Heimweh nach Eskort. Der Schnee wird immer dichter. Da vorne ist schon wieder eine Kneipe. Das muss die 10. sein. In dieser Straße. Kneipen sind hier bestimmt die besten Informationsquellen. Ja, besser als zu versuchen, den Namen der Pilotin im örtlichen Kompverzeichnis nachzuschlagen. Wo sollen wir anfangen? Dort. Zum verzweifelten Piloten. Klingt doch ganz passend, oder? Ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, das könnte länger dauern. Wieder nichts. Meister, wir ziehen uns schon seit 4 Stunden durch die Kneipen. Wie viele wollt ihr denn noch aufsuchen? Wie viele sind denn noch übrig? Die da hinten. Ist das die letzte vor der Brücke? Ich glaube ja. Och. Wird euch nicht langsam kalt, Meister? Ja, so langsam könnte ich wieder was zum Aufwärmen Offensichtlich gibt es auf Neos 3 nicht allzu viel zu tun. Komm, da wird ein Platz an der Theke frei. Auf ein neues. Guten Abend. Was darf sein? 2 Happy Ryloth on the Rocks, bitte. Kommt sofort. 10 Bars und ebenso viele letanische Frauen, die alle behaupten, hier geboren zu sein. Ich habe ja gesagt, das könnte länger dauern. Danke. Hat Kassar nichts weiter erwähnt, das uns helfen könnte? Narben, tätowierte Leku, sonst etwas? Nichts. Dann müssen wir es eben auf die übliche Art versuchen. Barkeeper! Meister. Wenn ihr noch eine einzige Twi'lek-Vorspeise bestellt, hacke ich euch den Arm ab. Ich fand den Izzy-Schimmel im letzten Laden sehr würzig. Ihr wünscht? Noch einen. Hier, der Rest ist für euch. Oh, eine relativ gute Bezahlung für ein solch klägliches Getränk. Vielleicht werdet ihr mir gestatten, etwas Interessanteres zu mixen. Tatsächlich würde ich ein paar Informationen vorziehen. Das habe ich doch irgendwie geahnt. Wir suchen nach einer letanischen Frau. Wer tut das nicht?
Das hier ist streng geschäftlich. Das ist es bei Ihnen häufig. Ich schlage vor, dass ihr es im Palace Hotel versucht. Ihr versteht nicht. Sie war eine Pilotin, hat Geschmack an Gewürz entwickelt. Sie ist irgendwann im Lauf der letzten 10 Jahre hier auf Neos 3 eingetroffen. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ihr redet von Jen. Der Name, unter dem wir sie kennen, ist Fa'ali Leh. Freunde, auf Neos 3 gibt es nur die Namen, mit denen man derzeit angesprochen werden möchte. Aber ihr kennt sie. Sicher? Dann wisst ihr auch, wo wir sie finden können? Oben, Zimmer 7. Sie sagte, ihr sollt direkt raufkommen. Sie erwartet uns? Sie hat nicht gesagt, wen sie erwartet. Nur, wenn jemand sie sucht, soll ich sie direkt raufschicken. War das vorhin ein Jedi-Trick, Meister? Um den Barkeeper zu beeinflussen? Wenn, dann war ich mir nicht bewusst, ihn angewandt zu haben. Zu viel Alkohol hat manchmal diese Wirkung. Vielleicht war es auch der Izzy-Schimmel. Aber ich halte es für erheblich wahrscheinlicher, dass wir in eine Falle spazieren. Also sollten wir aufpassen. Ja, Anakin, wir sollten aufpassen. Hier ist es. Zimmer 7. Es ist offen. Was zu trinken? Wir hatten bereits mehr, als erlaubt ist. Ich muss sagen, ihr seid nicht, was ich erwartet habe. Und wen habt ihr erwartet? Die klassischen Schlägertypen. Lakaien der schwarzen Sonne, Kopfgeldjäger. Ihr beide seht eher aus wie verlorene Jedi. Und vielleicht seid ihr das auch. Man sagt, die Jedi seien manchmal schlimmer als alle anderen. Nur wenn es unbedingt sein muss. Wollt ihr es gleich hier machen oder spendiert ihr mir noch eine Henkersmahlzeit? Was hier machen? Mich umbringen, natürlich. Könnte durchaus sein. Oh, böser Jedi? Guter Jedi. Wir wollten mit euch über einen Sternenkurier sprechen, den ihr... Selbstverständlich wollt ihr das. Eine Runde Fragen und Antworten und dann einen Blaster. Nein, ein Laserschwert an die Schläfe. Erzählt uns von dem Schiff. Es war außergewöhnlich. Ein Geniestreich. Aber ich wusste gleich, dass es ein Job war, der mir noch leid tun würde. Ihr habt euch hier mehr als 10 Jahre versteckt. Sie haben die Ingenieure, die Mechaniker und so ziemlich jeden anderen umgebracht, der an dem Schiff gearbeitet hat. Und? Wer hat euch geschickt? Der, für den der Kurier gebaut wurde. Für wen wurde er denn gebaut? Das ist das Komische an der Sache. Wraith Signer persönlich sagte mir, er wäre für einen Jedi. Aber der Kerl, dem ich den Steuerknüppel übergeben habe, war kein Jedi. Oh, er hatte ein Lichtschwert und alles, aber... ich weiß nicht. Er hatte was Seltsames an sich. Wo habt ihr das Schiff hingebracht? Selbstverständlich nach Coruscant. Zur Seite! Zur Seite! Ja. Los, geht hier hinter Entdeckung! Ja! Ich hab sie am nächsten! Ja. Zurück, da sind noch mehr! Wie geht es euch? Ist nicht so schlimm. Anakin, bleib bei ihr. Ich knüpfe mir die Kerle auf dem Flur vor. Seid vorsichtig, Meister. Einer weniger. Weg mit der Vibro-Akt! Komm her! Das ist meine letzte Warnung! Also gut, wie du willst! Geht es euch gut, Meister? Ja! Aus denen bekommen wir leider nichts mehr raus. Ich kann mir schon denken, wer die beauftragt hat. Wie geht es ihr? Ich werde es überleben. Ich glaube nicht, dass das alles war. Ich auch nicht. Ihr meint, da kommen noch mehr? Offensichtlich will jemand nicht, dass wir zu viel über den Sternenkurier erfahren. Dann sollte ich euch lieber gleich den Rest erzählen. Über Coruscant, meine ich. Wo habt ihr das Schiff abgeliefert? In einem alten Gebäude in dem Industriegelände westlich des Senatsviertels. Sie nennen es die Hüttenstadt. Stadt. Meister Windu, wenn das da hinten wirklich eine Separatistenfestung sein sollte, sind wir ihr dann nicht zu nahe? 1 Kilometer Abstand sollte ausreichen, Meisterin T. Außerdem geben uns diese Gießereien genug Deckung. General Windu,
Die ferngesteuerten Sonden sind auf dem Weg. Es sieht nicht so aus, als würden sie angegriffen. Die Sonden infiltrieren das Gebäude. Das ist er also. Der Augenblick der Wahrheit. Captain Dine, wie lange dauert es, bis wir die ersten Bilder bekommen? Nicht lange. Nur wenige Sekunden. Seht ihr? Ich aktiviere das Hologramm. Das Gebäude scheint vollkommen verlassen zu sein, General. Es gibt keine Anzeichen von Droiden oder Lebewesen. Wenn man einmal von denen absieht, die sich immer in diesen Slums aufhalten. Vielleicht verlassen, aber nicht vergessen. Das Gebäude lebt. Es hat Elektrizität und ist beleuchtet. Das hat nicht viel zu bedeuten, Captain. Viele Gebäude hier hatten ihre eigenen Generatoren, die häufig mit gefährlichen, höchst instabilen Brennstoffen betrieben wurden. Die Schornsteine spucken immer noch Rauch aus. Aber hier ist der Strom erst vor kurzem genutzt worden. Also gut. Commander, geben Sie den Befehl. Gruppe 4 und Gruppe 5, ausschwärmen. Startet die Lads. Richtet die Reptilblaster aus. Das Gebäude wird als feindliche Zone betrachtet. Jeder, den wir drin finden, ist ein Feind. Soldaten, erfassen, erforschen, erledigen. Pilot, wir fliegen direkt zur Spitze des Gebäudes. Ja, Sir. Wie ist Ihre Strategie, General? Wir arbeiten uns von oben nach unten vor. Vielleicht können wir ein paar von denen durch die unteren Ebenen rausscheuchen. Wo Infanterie und Artillerie bereits warten. Das ist der Plan. General. Was ist, Pilot? Wir haben eine Öffnung gefunden, durch die wir in das Gebäude eindringen können. Alles fertig machen, zum Abseilen. Die ersten 10 Ebenen sind gesichert. Hier ist es still wie in einem Grab, General. Informieren Sie das Bagdad-Team, dass wir Sie im Sektor 3 treffen werden. Ja, Sir. Commander, Bagdad-Team hier. Wir haben auf Ebene 6 eine funktionierende Andockluke gefunden, die erst vor kurzem benutzt wurde. Und Sir, warten Sie, bis Sie die Landezone gesehen haben. Und, Captain? Der Segler ist vor weniger als 2 Standardwochen hier gelandet. Die Spuren des Fahrwerks und der Heckrampe passen zu dem Abdruck der Panwalker 116, die während des Kampfes auf Geonosis gestartet ist. Dukus Schiff. Auf dem Boden zeigen sich Spuren zweier Personen, die gleichzeitig mit dem Segler hier waren. Ist das alles? Wartet, die Sonden liefern ständig neue Daten. Hier, die erste Person kam aus dem Segler und ist zu diesem Punkt dort gegangen. Aus der Tiefe der Abdrücke und der Länge der Schritte lässt sich schließen, dass diese Person etwa 1,95 groß war und Stiefel trug. Dooku. Hier hat sich Person 1 mit Person 2 getroffen, die ein wenig leichter ist, ein wenig kleiner und Schuhwerk mit weichen Sohlen trug. Diese unbekannte Person kam aus dieser Richtung. Die Turbolifte. Nach dem Treffen mit Dooku ist Person 2 auch offensichtlich wieder dahin zurückgekehrt. Ich werde den Sondendruiden befehlen, die Spur zu verfolgen. Hier lang. Meisterin T, ihr kommt mit mir. In Ordnung. Verifiziert. Person 2 hat den Turbolift benutzt. Der Speicher der Kabine sagt uns, dass sie aus dem zweiten Untergeschoss kam. Meister Yoda, ich verstehe eure Sorgen. Ich teile sie sogar. Aber die Belagerungen im äußeren Rand müssen fortgeführt werden. Ganz gleich, was ihr vielleicht denkt. Ich bin trotz der außergewöhnlichen Macht, die der Senat mir im Lauf der letzten Jahre verliehen hat, nur eine einzelne Stimme in diesem Durcheinander. Der Senat ist entschlossen, diesem destruktiven Konflikt ein Ende zu machen. Aufgepeitscht von eurer Ansprache, der Senat war. Meine Ansprache spiegelte nur den Geist der Zeit wider, Meister Yoda. Und was wichtiger ist, ich habe aus dem Herzen gesprochen. Bezweifeln will ich das nicht. Aber zu früh eure Ermutigungen kamen. Bereits gefeiert der bevorstehende Sieg der Republik in Coruscant wird, während alles andere als beendet der Krieg ist. Nach 3 Jahren der Angst sehnt sich Coruscant nach ein wenig Erleichterung. Fragen ich muss, wie Erleichterung von der Eroberung der Welten im äußeren Rand kommen kann. Zu viele neue Fronten der Senat uns eröffnen lässt, zu verstreut die Jedi sind, um wirkungsvoll zu arbeiten. Verzeiht meine Offenheit, aber wenn die Jedi tatsächlich zu weit verstreut sind, um die Belagerungen zu koordinieren, wird diese Aufgabe eben meinen Flottenkommandanten zufallen. Den Befehlen der Jedi unsere Soldaten gehorchen.
Ich bin sicher, ich habe euch missverstanden, aber das klang beinahe so, als wäre unsere Armee für die Jedi geschaffen worden. Nicht wahr, das ist der Republik, die Armee dient. Dann können die Klone vielleicht ausgebildet werden, anderen ebenso zu gehorchen wie den Jedi. Ausgebildet werden sie können, aber falsch bleibt diese Strategie. Werdet ihr euch also der Entscheidung des Senats widersetzen? Geschworen, wir haben euch zu unterstützen. Das klingt nicht gerade vertrauenerweckend, Meister Yoda. Wenn es nichts weiter als ein Schwur ist, dann seid ihr verpflichtet, darüber nachzudenken. Nachgedacht wir haben, Kanzler. Ich hoffe, das sollte keine Drohung sein. Keine Drohung. Um zu beenden diesen Krieg, mehr wir tun müssen, als Grievous und seine Armee aus Kriegsmaschinen zu besiegen. Diese Sith, von denen ihr immer wieder sprecht. Auseinanderfallen die Konföderation ohne Dookus oder Sidious Führung wird. Gebunden durch die Sith sie sind. Vereint durch die dunkle Seite der Macht. Dann ist der Rat also der Ansicht, dass wir die Führer töten sollen? Dass dieser Krieg eher ein Krieg in der Macht ist? Einig wir uns in dieser Sache sind. Ihr seid sehr überzeugend, Meister Yoda. Ich gebe euch mein Wort, dass ich mich an dieses Gespräch erinnern werde, wenn ich mit dem Senat über unsere Feldzüge spreche. Erleichtert ich bin, Kanzler. Und jetzt sagt mir, wie verläuft die Jagd nach Sidious? Näher wir ihm kommen. Tatsächlich. Fußabdrücke. Wir sind ihm immer noch auf der Spur. Kommt. Meister Windu, glaubt ihr, dass diese Person hier Sidious war? Es ist zumindest nicht auszuschließen. Direkt vor unserer Nase. Stopp! Was ist, Captain Dine? Die Abdrücke enden hier. Hier hat der Unbekannte ein Fahrzeug bestiegen. Zweifellos eine Art von Repulsorlift. Obwohl die Droiden keine Spuren von Abgasen entdecken können. Ganz schön düster. Wohin führt dieser Gang? Wenn man sich auf diesen Plan verlassen kann, führt er zu weiteren Gängen, die das gesamte Viertel durchziehen. Vergesst die Abzweigung. Was befindet sich direkt am Ende von diesem Tunnel? Er führt bis zum Westrand des Senatsviertels. Das Senatsviertel. Was hatte Dooku auf Geonosis noch gesagt? Dass hunderte von Senatoren unter dem Einfluss von Darth Sidious stehen? Commander, wir brauchen mehr Soldaten. Ihr müsst schneller werden. Los, greift mich an! Aufhören! Stimmt etwas nicht mit meiner Technik? Hier geht es nicht um Technik. Eure kraftvollen Bewegungen haben euch vielleicht gegen die Jedi auf Hippori geholfen. Aber ich könnte euch nur bedauern, falls ihr je einem Meister des Rates gegenüberstehen solltet. Muss ich demonstrieren, mit welchen Reaktionen ihr von Shaak-Ti oder Obi-Wan Kenobi rechnen müsst? Von Mace Windu? Oder die Sterne mögen euch helfen? Yoda! Seht ihr, wie leicht ich eure Elite-Soldaten entwaffnen konnte? Finesse, Verschlagenheit, Kargheit. Ansonsten fürchte ich, mein Freund, wenn selbst die Geonosianer euch nicht mehr reparieren können. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe. Ihr dürft nicht denselben Fehler machen wie einst Darth Maul. Lasst euch nicht treiben von dem Bedürfnis, euch hervorzutun. Ihr müsst euch gestatten, reine Werkzeuge der dunklen Seite zu werden. Ah, endlich. Kommt, Lord Sidious will uns sprechen. Mein Lord, ich habe gewartet. Es gab Dinge, die meine Aufmerksamkeit verlangten, Lord Tyrannus. Zweifellos Dinge, die mit meinem Versagen auf Neos 3 zu tun hatten. Diejenigen, die ich geschickt hatte, hatten jede Möglichkeit, Kenobi, Skywalker und die Twi'lek-Pilotin zu töten. Stattdessen haben sie versucht, sie gefangen zu nehmen, um mehr Geld von mir verlangen und sich höheres Prestige verschaffen zu können. Das ist typisch für Kopfgeldjäger. Ich hätte es besser wissen sollen. Die Macht ist stark in Skywalker. Sehr stark.
Das nächste Mal werde ich mich des Jedi persönlich annehmen. Dieser Zeitpunkt kommt näher, Lord Tyrannus. Aber als erstes müssen wir den Jedi etwas liefern, das sie davon ablenkt, nach mir zu jagen. Was ist geschehen, mein Lord? Die Informationen der Twi'lek haben sie zu unserem Treffpunkt auf Coruscant geführt. Sie glauben, sie haben meine Spur, Lord Tyrannus. Und vielleicht ist das auch so. Könnt ihr Coruscant verlassen, mein Lord? Vielleicht. General. Wie kann ich euch zu Diensten sein, Meister? Die Jedi haben sich aufgeteilt. Wir müssen das Gleiche tun. Ich kümmere mich hier um die Dinge auf Coruscant. Ihr müsst euch der anderen annehmen. Meine Flotte steht bereit, Meister. Könnt ihr die Flotte teilen? Wohl überlegt. Das ist möglich, Meister. Gut. Dann bewegt so viele Schiffe, wie notwendig sind, um Tyth zu zerschmettern und zu besetzen. Tyth ist weniger ein Planet als ein Leichnam. Es hat einen gewissen strategischen Wert. Nicht wahr, General? Als Sprungpunkt ja, Meister. Aber es gibt so viele bessere Ziele. Es könnte für uns teuer werden. Die Republik wird Tyth mit ziemlicher Sicherheit dem Erdboden gleichmachen. Nicht, wenn die Jedi überzeugt sind, dass sie den Planeten lieber zurückerobern, als zerstören sollten. Wie sollen wir sie davon überzeugen? Das brauchen wir nicht, Lord Tyrannus. Ihre eigenen Ermittlungen werden sie zu diesem Schluss führen. Und darüber hinaus werden Kenobi und Skywalker den Gegenangriff anführen. Tatsächlich, mein Lord? Sie werden sich diese Gelegenheit, Count Dooku gefangen zu nehmen, nicht entgehen lassen. Sie sind versessen darauf, ihre Feinde vor Gericht zu stellen, statt einfach nur selbst Gerechtigkeit zu üben. Es ist ihre Art. Dann habt ihr also nichts dagegen, den Köder darzustellen, der sie dorthin locken wird. Wie immer stehe ich euch zur Verfügung, mein Lord. Haltet Kenobi und Skywalker fest, Lord Tyrannus. Unterhaltet sie ein bisschen. Spielt mit ihren Schwächen. Demonstriert eure Überlegenheit, wie schon bei anderen Gelegenheiten. Ja, mein Lord. General, ich bin sicher, ihr erinnert euch an die Pläne für das letzte Stadium des Krieges, die wir vor einiger Zeit besprochen haben. Coruscant betreffend? Ja, Coruscant betreffend. Wir müssen diese Pläne früher durchführen, als wir dachten. General, bereitet euch auf euren großen Einsatz vor. Ende des zweiten Teils. Sichern Sie sich jetzt 100 Instagram-Likes für nur 1 Euro bei matrixcrash.de. Star Wars. Labyrinth des Bösen. Dritter Teil. Fa'ali geht es gut. Noch 2 Tage Bagda und sie wird wieder auf den Beinen sein. Deine Beziehungen zu weiblichen Personen sind interessant. Je gefährdeter sie sind, desto mehr machst du dir um sie Sorgen. Und je mehr du dir um sie Sorgen machst, desto mehr sorgen sie sich um dich. Meister, ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Was ist los? Wir werden nicht nach Coruscant zurückkehren. Was? Hör mich an, bevor du dich beschwerst. Mace und Shakti haben das Gebäude in der Hüttenstadt gefunden. Und sie haben mehr entdeckt, als wir hoffen konnten. Beweise für einen kurz zurückliegenden Besuch von Dooku und Spuren der Person, die er offenbar auf Coruscant getroffen hat. Sidious? Durchaus möglich. Und es sind noch andere Beweise ans Licht gekommen. Der Geheimdienst hat entdeckt, dass das Gebäude einem Konzern namens Lemurge Energy gehört, einem Unternehmen, das angeblich während Finis Valorums Amtszeit in die Herstellung und Verteilung verbotener Waffen verwickelt war. Ich verstehe immer noch nicht, wieso wir deshalb nicht nach Coruscant zurückkehren können. Man hat mich gerade informiert, dass die Separatisten eine Garnisonsbasis der Republik auf Tyth angegriffen und den Planeten besetzt haben. Wen interessiert das schon?
Ich meine, es tut mir leid, dass wir Soldaten verloren haben, aber Typh ist nichts als ein öder Planet. Bevor es ein öder Planet wurde, befand sich dort das Hauptquartier von Lemerge Energy. Ein weiterer Versuch von Sidious, die Spur zu verwischen, der wir folgen? Der Rat hat Palpatine davon überzeugen können, dass es notwendig ist, Typh zurückzuerobern. Und er hat eine vollständige Kampftruppe zu diesem Zweck abgestellt. Es sieht aus, als wäre er endlich willens, Meister Yodas Rat zu folgen und sich darauf zu konzentrieren, die Führer der Konföderation festzusetzen. Ist Grievous auf Typh? Noch besser. Dooku ist dort. Das genügt nicht. Das genügt nicht? Die Suche nach Sidious hat mit uns begonnen. Wir haben die ersten Spuren gefunden. Wenn Sie glauben, dass er auf Coruscant ist, sollten wir diejenigen sein, die ihn gefangen nehmen. Mace und Shakti können sich durchaus selbst darum kümmern. Nicht so gut, wie wir es könnten. Sidious ist ein Sith Lord. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir bei dem Kampf mit Dooku nicht besonders gut abgeschnitten. Das wird sich jetzt vollkommen ändern. Ich bin stärker als damals. Ihr seid stärker. Gemeinsam können wir jeden Sith besiegen. Anakin, geht es dir dabei wirklich darum, Sidious gefangen zu nehmen? Natürlich. Wir haben die Ehre verdient. Ehre? Seit wann ist das hier ein Wettbewerb um den ersten Platz? Wenn du glaubst, dass die Gefangennahme von Sidious dir einen Platz im Rat bringen wird... Der Rat ist mir vollkommen egal. Ich sage euch, wir müssen nach Coruscant zurückkehren. Die Leute dort verlassen sich auf uns. Was für Leute? Die Bewohner von Coruscant. Wie kommt es, dass ich dir nicht glaube? Ich weiß es nicht, Meister. Vielleicht könntet ihr es mir sagen. Mach hieraus kein Spiel. Hier geht es noch um etwas anderes. Hattest du eine Vision, von der ich wissen sollte? Die Wahrheit ist, ich will nach Hause. Wir waren länger hier draußen als jeder andere. Fehlt dir der Tempel so sehr? Das Essen? Die Lichter von Coruscant? Ja. Ja, was? Alles. Dann hat dein Widerspruch nichts damit zu tun, dass du Sidious persönlich gefangen nehmen willst. Doch. Also was ist es jetzt? Das Zuhause oder Sidious? Warum kann es nicht beides sein? Anakin, ist es etwa Padme? Jetzt geht das schon wieder los. Und? Ist sie es? Ich werde euch nicht belügen und behaupten, dass ich sie nicht vermisse. Du kannst es dir nicht leisten, sie auf diese Weise zu vermissen. Und wieso ist das so, Meister? Weil du nicht mit der Macht und mit ihr verheiratet sein kannst. Wer redet hier von Ehe? Sie ist eine Freundin. Sie fehlt mir als Freundin. Du würdest dein Schicksal für Padme aufgeben? Mein Schicksal? Ich habe nie behauptet, dass ich der Auserwählte bin. Das war Qui-Gon. Selbst der Rat glaubt es nicht mehr. Warum solltet ihr es also tun? Weil ich denke, dass du es glaubst. Ich denke, du weißt tief im Herzen, dass dir etwas ganz Besonderes vorbestimmt ist. Und ihr, Meister? Was sagt euch euer Herz darüber, was euch vorherbestimmt ist? Unendliche Traurigkeit, Anakin. Unendliche Traurigkeit. Stehen bleiben! Da ist Bewegung. In dem Gang, der vor uns abzweigt. Ich spüre es auch. Commander? Ihr kommt mit mir. Ja, Sir. Ich schlage vor, ihr wartet hier, bis wir den Gang gesichert haben. Einverstanden. Seid vorsichtig. Ob es Sidious ist? Das glaube ich kaum. Es sei denn, er hat die Fähigkeit, die dunkle Seite vor uns zu verbergen. Stehen bleiben! Keine Bewegung! Sie haben ihn! Hände hoch! Alle vier! Alle vier? Kommt! Commander? Es sind etwa 30 Insektoiden, General. Senkt die Waffen. Jemand soll diesen Übersetzungsdroiden herbringen. Zu Befehl. Unsere Chancen, Sidious Spur zu finden, werden mit jeder Person, die hier durchgekommen ist, geringer. Ich verstehe wirklich nicht, wie das passieren konnte. Einen Tag diene ich noch den Separatisten und nun der Republik. Hat man meine Speicher zum Teil gelöscht? Wenigstens stehst du jetzt auf der Seite der Guten. Gut oder böse? Wie soll man das noch unterscheiden, wenn man von einem Moment zum anderen die Seiten wechseln muss? Droide? Oh, ich habe einen Namen, Sir. TC so und so. Also gut. Sieh mal, ob du verstehen kannst, was diese Leute da sagen. Das da sind Unets, General. Sie sprechen ihre eigene Sprache, die man Une nennt. Was machen sie hier unten? Sie sagen, sie haben nicht die geringste Ahnung, wo sie sind, General. Sie sind in einem Frachtcontainer nach Coruscant gekommen, der auf einer halb verfallenen Landeplattform etwa 20 Kilometer von hier abgesetzt wurde. Flüchtlinge. Vermutlich ohne Papiere. Sie haben sich in große Gefahr gebracht.
Das ist ihnen offenbar nichts Neues. Die Separatisten haben ihren Planeten erobert. Der Frachter, auf dem sie ursprünglich gebucht hatten, wurde von Piraten angegriffen. Und mehrere von ihnen... Das genügt. Sag ihnen, wir werden ihnen nichts tun und dafür sorgen, dass sie in ein Flüchtlingslager gebracht werden. In diesen Katakomben wimmelt es nur so von unheimlichen Gestalten. Obdachlose, Killerstick-Schmuggler, verloren gegangene Droiden und jetzt auch noch illegale Einwanderer. Wie weit sind wir noch vom Senatsviertel entfernt? Nur ein paar Kilometer. Ihr beiden kümmert euch um die Flüchtlinge. Wir gehen weiter. Okay, ihr habt den General gehört. Aufschließen. Haltet ihr das denn für sinnvoll? Die Jagd fortzusetzen? Ja. Der Verfolgte weiß, dass wir näher kommen. Es ist unwahrscheinlich, dass er hier einfach darauf wartet, dass wir ihn überraschen. Das ist wahr. Aber es würde uns schon ungemein helfen, wenn wir ihn identifizieren könnten. Wenn nicht hier, dann vielleicht durch etwas, das Obi-Wan und Anakin auf Tithe entdecken. Immer vorausgesetzt, dass noch etwas übrig bleibt, wenn Dooku mit dem Planeten fertig ist. Nach allem, was wir gesehen haben, machen Dooku und Sidious nicht viele Fehler. Meister Windu, Meisterin Tee. Was gibt es, Captain? Die Sondendroiden haben etwas gefunden. Hier, in einer der großen Nischen. Was ist das? Von dieser Schalltafel aus wird offensichtlich eine Art Türmechanismus gesteuert. Könnt ihr sie bedienen? Ich glaube ja. Einen Moment. Nun sieh mal einer an. Das ist ein Repulsorlift Speederbike. Endlich kommen wir der Sache näher. Selbstverständlich versteht der Rat das nicht. Das dürfte dich doch nicht überraschen. Sie weisen jeden Vorschlag zurück, den ich mache. Ich denke langsam, dass sie es aus Prinzip tun. Ich sehe dir an, dass du aufgeregt bist. Aber du musst Geduld haben. Deine Zeit wird kommen. Wann, Sir? Ich kann nicht in die Zukunft schauen, mein Junge. Was, wenn ich euch sage, dass ich das kann? Ich würde dir glauben. Sag mir, was du siehst. Coruscant. Sind wir in Gefahr? Ich bin nicht sicher. Ich habe nur das Gefühl, dass ich dort sein muss. Ich nehme an, ich könnte mir einen Vorwand ausdenken. Aber wäre das weise? Ich bin nicht weise. Das wird euch jeder bestätigen. Was sagt Meister Kenobi? Er war es, der vorgeschlagen hat, dass ich mich mit euch in Verbindung setze. Tatsächlich. Aber was glaubt er denn, dass du tun solltest? Obi-Wan leidet unter der Illusion, dass ich mein Schicksal nicht verleugnen kann. Ganz gleich, was ich tue. Dein ehemaliger Meister ist weiser, als du denkst, Anakin. Ja, ja. Und er ist der erste Jedi seit 1000 Jahren, der einen Sith umgebracht hat. Das allein hat sicher schon etwas zu bedeuten. Obwohl ich nicht genau weiß, was. Obi-Wan ist weise. Aber er hat kein Herz, Sir. Er sieht alles in Begriffen der Macht. Wenn du einen Rat bezüglich der Macht brauchst, musst du dich an ihn wenden. Ich kann dir da nicht helfen. Das ist genau, was ich nicht will. Ich lebe in der Macht, aber ich lebe auch in der wirklichen Welt. Ich kam aus der wirklichen Welt. Wie Sie schon einmal gesagt haben, ich hatte den Vorteil einer normalen Kindheit. Naja, jedenfalls halbwegs normal. Mein Junge, ich weiß nicht, ob es gesund ist, einen Fuß in jeder Welt zu haben. Bald wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Ich bin bereit. Es klingt, als könnte sich die Wiedereroberung von Tithe für die Beendigung des Krieges als sehr wichtig erweisen. Ich verstehe das noch nicht vollkommen. Der Jedi-Rat ist mir gegenüber sehr zurückhaltend mit Informationen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Sir. Also ist es beschlossen. Ich werde den Rat bitten, dich wieder zum Kern zurückzuholen. Wir brauchen keine weiteren Beweise dafür, wie furchtlos du bist oder wie wichtig es dir ist, unsere Feinde zu besiegen. Nein, nein, danke, Sir, aber ich werde auf Tithe gebraucht. Dooku ist dort. Es tut mir leid, Padme. Es tut mir so furchtbar leid. Ja, Dooku ist jetzt der Schlüssel zu allem. Nimmst du an, dass er und General Grievous eine geheime Strategie haben? Wenn das der Fall ist, werden Obi-Wan und ich sie besiegen, bevor sie diese Strategie umsetzen können. Die Republik verlässt sich darauf. Schützt Coruscant, Sir. Schützt alle dort. Das werde ich tun, mein Junge. Und verlass dich darauf, dass ich mich an dich wenden werde, wenn ich dich brauche.
Anakin, bist du zu ihm durchgekommen? Ich habe mit ihm gesprochen. Und? Wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass mein Platz hier ist, Meister. Einen Augenblick dachte ich schon, du würdest es mir allein überlassen, Tyth zurückzuerobern. Das sollte ich lieber nicht tun. Du glaubst wohl, ich würde es nicht schaffen. Ich weiß, ihr würdet alles versuchen. So etwas wie versuchen gibt es nicht. Doch, und ihr seid der lebende Beweis dafür. Der Shuttle kommt. Nun gut, ich bin bereit. Anakin, schnappen wir uns Dooku und machen dieser Sache ein Ende. Wenn es uns bestimmt ist, Meister. Etwas Neues vom Repulsor-Liftfahrzeug, Captain? Nein, sie sind immer noch damit beschäftigt, Fasern, Haare und andere Hinterlassenschaften an dem Speederbike zu analysieren. Bald können wir uns ein Bild von Dookus unbekanntem Verbündeten machen. Meister, die Sondendruiden folgen der Spur nach Osten. Und? Nun ja, wenn uns die Fußabdrücke weit genug führen, werden wir in den Untergeschossen von Republica 500 landen. Republica 500? Dort leben nur die wohlhabenderen Senatoren, Berühmtheiten und Medientycoons. Ganz genau, Meisterin T. Und einer von ihnen ist sehr wahrscheinlich ein Sith Lord. Rotstaffel, vor uns liegt Tyth. Lasst euch nicht von irgendwelchen Trümmern ablenken. Unser Ziel ist es, unbeschadet die Atmosphäre des Planeten zu erreichen. Die anderen Staffeln werden versuchen, uns genug Zeit zu verschaffen. Denkt daran, Count Dooku ist da unten. Nur ihn wollen wir haben. Führer Roth, Staffel gestartet und vollzählig. Anakin, wir sind in Position. Holen wir ihn uns. Die Schiffe der Separatistenflottille befinden sich über der nördlichen Hemisphäre von Tyth. Schlachtschiffe der Handelsföderation, der Techno-Union und der Handelsgilde direkt vor uns. Mehrere Geschwader von Droidenjägern im Anflug. Ich sehe sie. Auf mein Zeichen ausbrechen nach Steuerbord. Achtung, jetzt! Es sind zu viele! Sie werden in Stücke geschossen! Sie wissen, was sie tun, Rot 7. Unsere Aufgabe ist es, dem Hauptkampf zu entgehen. Keine Spur von Grievous-Kreuzer. Und auch keines der Schiffe der Separatistenführer ist hier. Umso mehr Grund zu glauben, dass Dooku von Sidious hierher befohlen wurde. Aber wo sind dann alle anderen? Dooku wird es wissen. Ein Schiff der Techno-Union versucht uns abzufangen. Droidenjäger 2,0. Bestätige, Schilde ausrichten. Wir sind schneller als Sie. Das wird uns hier zu weit vom Kurs abbringen. Wir haben den Eintauchpunkt fast erreicht. Dieses Schiff dort wird nicht einfach ausweichen. Dann werden wir es angreifen und vernichten. Bleib dicht hinter mir. Verstanden, wir schließen auf. Zumindest versuchen wir das. Nach Backbord ausweichen und beschleunigen. Jetzt! Photon-Torpedos bereit machen. Zielt direkt oberhalb der Treibstoffzellen und wartet, bis wir nah genug sind. Raketen im Anflug! Weiter aufs Ziel zu. Sie schicken noch mehr Jäger raus. Perfekt. Das heißt, dass sie die Schilde senken. Es ist soweit. Torpedos los! Treffer! Weg hier! Das Ding explodiert gleich! Die sind erledigt. Rotführer, wir haben zwei weitere Jäger verloren. Wir tauchen gleich in die Atmosphäre ein. Haltet eure Sensoren im Auge. Bei dem Winkel kann das ziemlich heiß werden. Anakin, ein halbes Dutzend Droidenjäger ist uns auf den Fersen. Mal sehen, was die drauf haben. An alle, Trägheitskompensatoren auf Maximum. Alle Energie auf die vorderen Schilde. Bremszündung auf mein Zeichen. Eintritt in die Atmosphäre. Jetzt! Mein Winkel ist zu spitz! Nase nach oben! Nase nach oben! Ich breche auseinander! Wir haben Rot 8 verloren. Bremszündung, jetzt! Wir sind durch. Wo sind die Droidenjäger? Beim Eintritt verglüht. Rot 1 an alle. Durchzählen. Rot 4 bereit. Rot 5 bereit. Rot 7 bereit. Rot 9 bereit. Das Ziel ist noch 10 Kilometer entfernt. Bleibt dicht über dem Boden, aber seid vorsichtig. Wir werden bald auf ihre Artillerie treffen. Da sind sie. Hailfire-Droiden voraus. Achtet auf die Bodenluftraketen. Rot 5, Ausweichmanöver. Ich versuche es nicht. Turbolasergeschütze, weicht nach Norden aus. Zu spät. Wir haben Rot 4 und 5 verloren. Rot 7, abdrehen. Ich bin getroffen. Trommelfeuer, ihr fliegt mitten in eine... Verdammt. Jetzt sind nur noch wir übrig, Anakin. Da hinten ist die Plasmaverarbeitungsanlage. Punkt 3.0. Können deine Sensoren etwas orten? Meine sind wohl ein wenig angesenkt. Da, auf der Landeplattform. Das ist Dookus Segler. Ja, aber das Schiff wird von Droidikas bewacht.
Sieht so aus, als würden wir es nicht durch die Vordertür schaffen. Es gibt einen anderen Weg. Wir gehen durch die Nordkuppel rein. Die Kuppel ist halb eingestürzt. Die Öffnung ist groß genug für einen Sternjäger. Was ist mit den Strahlungsresten in der Kuppel? Hier ist alles kontaminiert. Strahlung? Das Manöver allein wird uns wahrscheinlich schon umbringen. Sind dies die Stromgeneratoren für Republika 500? Unter anderem. Einige dieser Maschinen halten den Turm gerade. Andere Generatoren versorgen den Komplex mit Wasser und Wärme. Quadratkilometer von Ferrobeton und Durastahl. Nicht zu glauben, dass wir uns unmittelbar unter der Krone des Senatsviertels befinden. Eine passende Bezeichnung, Meisterin T. Das Gebäude ist ebenso gewaltig wie prunkvoll. Unbestritten der elegante Hauptanziehungspunkt des Botschaftersektors. Einige wenige Privilegierte können von ihren hochgelegenen Suiten aus tatsächlich auf Coruscant hinabschauen. Und genau aus diesem Grund zeigen die Enttäuschten der Galaxis auf Republika 500, wenn sie über den übermäßigen Wohlstand von Coruscant und das dort vorherrschende elitäre Denken sprechen. Moment. Haben die Sondendroiden etwas gefunden? Leider nein. Hier gibt es jede Menge Hausmeister- und Instandhaltungsdroiden. Aber unsere Spur geht unter den zahllosen Abdrücken verloren. Zurzeit können wir nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob der Verfolgte überhaupt in diesem Untergeschoss von Republika 500 gewesen ist. Vielleicht ist er aus den Gängen gekommen, die zu den östlichen oder westlichen Landeplätzen führen. Mit anderen Worten, er hätte sein Versteck in der Hüttenstadt von überall auf Coruscant aus erreichen können. Das ist wahrscheinlich. Könnte uns unterwegs etwas entgangen sein? Den Droiden sicher nicht. Warum sollten die Abdrücke hier plötzlich zu Ende sein? Vielleicht gibt es einen Grund dafür. Aber um den herauszufinden, brauchen wir erheblich mehr Sondendroiden. Wie viele? Viele. Wie lange wird es dauern, bis ihr das gesamte Stockwerk durchsucht habt? Bei all diesen Maschinen und Turboliften? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Außerdem brauchen wir zusätzliche Genehmigungen, um die Gänge zu durchsuchen. Ihr werdet alle Genehmigungen erhalten, die ihr braucht. Ihr müsstet auch die Zwischenwände und die Außenwände überprüfen. Das könnte mehrere Wochen dauern. Dann ist es besser, wir fangen so bald wie möglich an. Oh. Was war das? Ich bin nicht sicher. Als wäre das Gebäude von etwas gerammt worden. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Schiff von einer Luftstraße abkommt und... Das ist bestimmt kein Schiff. Mein Comlink funktioniert nicht mehr. Ich spüre Gefahr. Wir müssen nach oben. Dieser Gang hier führt zum östlichen Landebereich. Commander, Shakti und ich werden die Hälfte eurer Truppe mitnehmen. Ihr und der Rest werdet Captain Dine weiter bei seiner Suche helfen. Haltet mich über Fortschritte auf dem Laufenden. Ja, Sir. Was wird aus mir, Sir? Der Droide bleibt bei euch, Captain. Verstanden. Kommt. Oh, ich beschleicht da ein außerordentlich unangenehmes Gefühl. Das ist ein Angriff! Der Verteidigungsschild des Viertels ist aktiviert. Wenn hier schon solch ein Chaos herrscht, ist es kaum auszudenken, was sich außerhalb des Schildes abspielt. Ich bekomme keinen Kontakt zum Jedi-Tempel. Was? Nichts als Rauschen. Wegen des Schildes? Oder sie haben die Kommunikation gestört. Soldaten, kümmert euch um die Leute hier. Verstanden. Kommt. Was habt ihr vor? Ich werde zum Jedi-Tempel gehen. Sucht ihr nach Palpatine. In Ordnung. Sorgt dafür, dass er in Sicherheit gebracht wird. Ich schicke so schnell wie möglich Verstärkung. Möge die Macht mit euch sein. Alles in Ordnung, Meister? Bis auf ein paar Schrammen an meinem Jäger, ja. Ich kann Dooku spüren. Wir müssen zur Haupthalle. Hier lang. Dooku. Sieht so aus, als hätte er uns erwartet. Diese Holoprojektion von ihm ist keine Aufzeichnung. Richtig. Das ist eine Live-Übertragung. Und er kann uns genauso gut sehen, wie wir ihn. Ihr werdet mich nicht finden. Die Übertragung wird gestört. Ja, es gibt zu viele Interferenzen. Kommt heraus, Dooku. Zeigt euch! Er ist ganz in der Nähe. Wir müssen zum Kontrollraum der Anlage. Hier lang, Meister. Oh, Dooku will uns wohl etwas beschäftigen. Ich hasse diese Dinger beinahe wie Sand. Dann lass uns mal aufräumen. Meister Yoda, Shakti ist auf dem Weg zum Kanzler. Ich habe Staz Ali zu ihrer Unterstützung losgeschickt. Gut ausgebildet, die roten Wachen des Kanzlers sind. Aber Sorge demonstrieren um seine Sicherheit, die Jedi müssen. Die Berichte des Flottenkommandos sind unklar. Der Angriff hat die Heimatflotte vollkommen überrascht. Gruppen von Separatistenschiffen konnten in die Atmosphäre eindringen, bevor die Flotte Gelegenheit hatte, sie anzugreifen. Nun sieht es so aus, als könnten unsere Schiffe die Front halten.
überwacht die Hyperraumsprungpunkte unsere Kommandanten nicht haben? Die Separatistenflotte ist aus dem tiefen Kern gesprungen. Geheim diese Routen waren. Nur uns und ein paar anderen bekannt. Unbeschränkten Zugang zum Archiv Dooku hatte. Es ist nicht Dooku, der diesen Angriff führt. Obi-Wan hat bestätigt, dass Dooku auf Tyth ist. Enthüllt nun ist, was so wichtig war an Tyth. Zu locken zusätzliche Jedi zum äußeren Rand. Es ist Grievous, der angreift. Aber er kann nicht vorhaben, Coruscant zu besetzen. Dafür gibt es in der ganzen Galaxis nicht genügend Kampfdroiden. Verzweifelt er ist. Das kommt in seiner Programmierung nicht vor. Nicht Grievous. Sidious. Wenn das stimmt, dann stehen wir dichter davor, ihn zu finden, als wir dachten. Gut möglich, das ist. Dennoch, er kann nicht glauben, dass wir die Suche jetzt abbrechen. Demoralisieren Coruscant Grievous will. Verängstigen jene, die hoch oben leben und Einfluss haben. Eine Flucht in sicherere Bereiche dieser Angriff wird auslösen. Und erschweren er wird die Arbeit des Senats. Das hier wird Palpatine nur dazu bringen, die Größe der Klonarmee zu verdreifachen, mehr und mehr Sternenschiffe und Frachter bauen zu lassen und mehr Welten anzugreifen. Wenn der Senat gelähmt ist, wird sich ihm niemand entgegenstellen. Verändert dieser Krieg sich hat. Zurückholen jeden erreichbaren Jedi wir müssen. Das Holonetz ist gestört. Die Oberflächenkommunikation wird durch die Schilde verzerrt. Den Notsender wir benutzen werden. Ist die Kommunikation wieder intakt? Nein, Captain. Unser Signal kann die Schilde nicht durchdringen. Die Sondendroiden sollen versuchen, den Funkverkehr auf ungewohnten Frequenzen aufzufangen. Vielleicht können wir auf diese Weise etwas in Erfahrung bringen. Verstanden. Und ihr sucht in der Zwischenzeit weiter in den unbeleuchteten Nischen und Seitengängen. Ja, Sir. Oh, entschuldigen Sie, Captain. Aber kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Im Moment wäre es sehr hilfreich, wenn du nicht im Weg stehen würdest. Oh. Captain, wir haben hier etwas Interessantes entdeckt. Ich komme. Hier, Sir. Die Droiden haben eine Quelle ungewöhnlicher Frequenzen lokalisiert. Und zwar unter uns. Unter uns? Das ist die Stelle, von der aus wir unsere Durchsuchung des Untergeschosses begonnen haben. Die Droiden haben außerdem entdeckt, dass diese Ferrobeton-Bodenplatte in Wahrheit eine bewegliche Plattform ist. Ganz ähnlich wie ein Turbolift. Ein geheimer Aufzug? So sieht es aus. Größe? 4x4 Meter. Die Plattform wird hydraulisch betrieben und nicht von einem Antischwerkraftrepulsor. Und schon ist unsere Spur wieder heiß. Los, sucht nach einer Schalltafel oder etwas Ähnlichem. Wir haben diesen Bereich bereits gründlich durchsucht und nichts dergleichen gefunden. Aber irgendwie muss man diese Plattform doch bewegen können. Sucht nochmal. Ja, Sir. Entschuldigen Sie, aber vielleicht wird die Plattform durch eine bestimmte Frequenz aktiviert. Man könnte die Sondendroiden veranlassen, Töne sowohl innerhalb als auch außerhalb des menschlichen Hörbereichs zu senden. Mein Versuch kann nicht schaden. Sergeant? Zu Befehl. Wir beginnen mit der Übertragung. Jetzt. Oh. Wer sagt es denn? Wir können versuchen, die Frequenz herauszufiltern und zu verstärken. Wie lange wird das dauern? Nur einen Moment. An die Arbeit. Ja, Sir. Verzeihen Sie die Frage, aber haben Sie eine Ahnung, was da unten ist? Nicht wirklich. Viele der größten Gebäude von Coruscant sind über früheren Gebäuden errichtet worden. So tief unter der zivilisierten Kruste gibt es Bereiche, die so unbekannt sind wie einige weit entfernte Planeten. Captain, wir haben die Frequenz. Sollen wir die Plattform aktivieren? Ich bekomme keine Verbindung zu Meister Windu. Wir könnten es alleine versuchen. Ist bekannt, wie weit dieser Schacht hinunterführt? Etwa 50 Meter, Sir. Also gut, gehen wir. Kommt, Männer. Soll ich denn auch? Hier lang. Aktiviert die Plattform. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber meine Programmierung schließt keine Kampfhandlungen ein. Wenn irgendwer dort unten ist, wissen Sie wahrscheinlich schon, dass wir auf dem Weg sind. Ganz bestimmt sogar. Waffen entsichern. Kampfposition einnehmen. Wir sind gleich da. Oh, wie interessant. Was sagt der Scanner? Hier gibt es nur Leitungen und uralte Maschinen. Relikte aus grauer Vorzeit. Wartet. Hinter der Tür da vorne befindet sich ein Wesen aus Fleisch und Blut. Und höchstwahrscheinlich sind dort auch Droiden. Oh, das klingt ziemlich gefährlich. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wir sind so weit gekommen. Ich würde sagen, wir gehen rein, als wären wir hier zu Hause. Erfassen, erforschen, erledigen.
Es werden immer mehr. Wir müssen es schaffen. Doku ist nebenan. Ich weiß es. Für einen zerstörten Druiden tauchen 5 neue auf. Doku, ich bringe euch um. Beherrsche deinen Zorn, Anakin. Ja, wir können schließlich nicht zulassen, dass ich zu mächtig werde, Meister. Das hier ist für Doku nur ein Spiel. Wenn er eine Demonstration meiner Fähigkeiten haben will, kann er sie bekommen. Anakin, nicht Doku! Was tust du? Die Decke stürzt ein. Entdeckung, Meister. Beeil dich, 3PO. Es sei denn, du willst, dass der Senat deine letzte Ruhestätte wird. Ich versichere euch, ich bewege mich so schnell, wie meine Beine es zulassen. Zum Bunker geht's hier lang, 3PO. Komm! Verwünscht sei mein Metallkörper. Padme! Bail! Mon Mothma! Ein Glück, dass wir euch gefunden haben. Meisterin T, Meister Ali, was macht ihr denn hier? Erklärungen später. Habt ihr den Kanzler gesehen? Ich denke, er ist in seinem Büro hier im Senatsgebäude. Von dort kommen wir gerade. Dort ist niemand. Selbst seine Wachen sind weg. Sie müssen ihn in den Bunker eskortiert haben. Da ist Pestage. Er wird wissen, wo wir den Kanzler finden können. Pestage! Wartet! Was ist los? Wir suchen den Kanzler. Wo ist er? Er hatte erst später Termine hier im Haus. Ich nehme an, er ist noch in seiner Residenz. Republica 500. Von dort komme ich gerade. Und der Kanzler war nicht dort? Ich werde das Senatsbürogebäude und Republica überprüfen. Dann werde ich euch begleiten. Einverstanden. Und ich werde die Senatorin zu den Bunkern bringen. Die Turbolifte zu den Bunkern sind überlastet. Es wird Stunden dauern, bis der Senat evakuiert ist. Was sollen wir tun? Mein Gleiter befindet sich auf der nordwestlichen Landeplattform des Senatsplatzes. Ihr könnt damit direkt zu den Bunkern fliegen. Beeilt euch und passt auf euch auf. Da draußen ist der Teufel los. Bringt die Sprengladungen an, aber leise. Jetzt werden wir ja sehen, wer hinter all dem steckt. Oh, Captain, ich glaube, wir sind nicht länger allein. Wieso? Ich habe hinter uns gehört, wie jemand leise etwas auf Geonosianisch geflüstert hat. Was? Die haben sich in den Schatten versteckt! Das ist eine Falle! Feuer! Feuer! Vorsicht! Captain Dunn! Er bewegt sich nicht mehr! Bringt die verkohlten Leichen weg. Das ist doch unmöglich. Hier lebt noch einer. Ich weiß, wer ihr seid. Das tut nichts mehr zur Sache. Schafft ihn fort, zusammen mit den anderen Leichen. Ihr seid... Schneller, 3PO! Wartet! Da ist der Gleiter! Steigt ein! Komm endlich, 3PO! So, wartet doch! Na endlich! Rein mit dir! Oh, ich dachte schon, ich schaffe es nicht mehr. Ich versuche, den direktesten Weg zum Medzentrum zu nehmen. Bei dem Verkehr werden wir mit kleineren Umwegen rechnen müssen. Besser, wir kommen etwas später an als... Vorsicht! Ach, du liebe Zeit! Festhalten! Die fliegen ja wie die Verrückten! Ich dachte schon, das wäre unser Ende gewesen. Ihr habt gut reagiert. Verdammt, Vulture-Jäger! Sie schießen! Was du nicht sagst! Achtung, vor uns! Der reinste Hinderniskurs. Die anderen Gleiter versuchen zu fliehen. Eben das ist das Problem. Da sind gerade 2 Gleiter zusammengeprallt. Wie schrecklich! Ich werde noch tiefer gehen. Vielleicht können wir so... Wir sind getroffen! Ach, was habt ihr vor? Vielleicht schaffen wir es noch bis zu dieser Landeplattform. Aber wir sind viel zu schnell. Festhalten! Haltet euch fest! Wir sind verloren! Kanzler, endlich! Warum seid ihr immer noch hier? Meisterin T, Meisterin Lee, welche Überraschung. Wir müssen euch in den Bunker bringen. Ich weiß eure Sorge zu schätzen, aber ich brauche nicht gerettet zu werden. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist die Kommunikation wiederhergestellt. Nur zum Teil. Umso wichtiger, dass ich hier bleibe, wo ich am besten mit unserem Kommandanten kommunizieren kann. Wenn ich überhaupt irgendwo hingehe, dann in mein Büro im Senatsgebäude. Kanzler, die Kommunikation wird vom Bunker aus klarer sein. All diese Notfallübungen, die ihr so lästig fandet, waren genau für einen solchen Fall gedacht.
Der Kanzler des Galaktischen Senats versteckt sich nicht vor den Feinden der Republik. Außerdem schützen mich meine roten Wachen. Kanzler, es tut mir leid, aber die Jedi sind verpflichtet, diese Entscheidung für euch zu treffen. Ich dachte, die Jedi unterstünden mir. Wir unterstehen in erster Linie der Republik. Und eure Sicherheit ist für die Sicherheit der Republik von extremer Wichtigkeit. Und was werdet ihr tun, wenn ich mich weigere? Die Macht einsetzen, um mich aus meiner Wohnung zu zerren, eure Laserschwerter gegen meine Wachen erheben, die ebenfalls geschworen haben, mich zu schützen? Kanzler, nehmt doch Vernunft an. Vernunft? Habt ihr einmal einen Blick auf unseren einstmals ruhigen Himmel geworfen? Ist an dem, was dort geschieht, irgendetwas vernünftig? Das ist nur noch mehr Grund, euch so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Mit anderen Worten, ihr seid der gleichen Ansicht wie die Jedi. Ja, Sir. Dann irrt ihr euch alle. Vielleicht solltet ihr einen genaueren Blick... Kanzler, runter! Das ist ein Sturmboot der Separatisten! Es ist Grievous! Halt sie an, ich spring hinein! Wir müssen diese Droiden aufhalten! Rote Wache, helft ihnen! Helft ihnen! Gebt uns den Kanzler und wir verschonen euer Leben! Zurück, Kanzler, zurück! Ich gebe euch Deckung! Sie ziehen sich zurück! Alarmiert die Sicherheitskräfte, dass General Grievous die Verteidigung durchbrochen hat. Zu Befehl. Seid ihr jetzt bereit, Sir? Ja. Ja. Diese Notfallübungen, die ihr durchgeführt habt. Die Wohnung hat einen geheimen Turbolift, der zu einem sicheren Landeplatz auf Negativ. Grievous hatte genug Informationen, um hierher zu kommen. Wir müssen davon ausgehen, dass auch die Fluchtroute verraten wurde. Aber wir können ihn nicht einfach in einen öffentlichen Bunker bringen. Nein. Aber es gibt andere Möglichkeiten, den Bunkerkomplex zu erreichen. Wir benutzen die privaten Turbolifte des Gebäudes. Von den Untergeschossen aus gibt es Zugang zu diversen Landeplattformen. Gute Idee. Kanzler, eure Wachen werden jetzt um euch herum Aufstellung nehmen. Ihr dürft diesen Kreis unter keinen Umständen verlassen. Versteht ihr das? Ich werde tun, was ihr sagt. Schnell jetzt. Hier lang. In den Turbolift. Los! Wollt ihr nicht Unterstützung herbeirufen? Die Kommunikation funktioniert doch wieder. Bin schon dabei. Ja? Meister Windu, Grievous ist hier. Ich habe es gehört. Wo seid ihr? Wir sind im Turbolift auf dem Weg in die Untergeschosse des Gebäudes. Die roten Wachen des Kanzlers sind bei uns. Kit und ich sind auf dem Weg. Fahrt so weit wie möglich runter. Am besten bis zum Boden. Verstanden. Dort unten befindet sich eine Maglev-Plattform. Von dort aus fährt ein Zug. Zwar nicht direkt zum Bunkerkomplex, aber wenigstens in die Nähe. Ein Zug? Schwebt er hoch über dem Boden? Ja, aber die Strecke führt auch durch viele Stadtschluchten und liegt immer noch viele Stockwerke unter den meisten öffentlichen Plätzen. Sehr gut. Meister Windu, es gibt eine Änderung unseres Plans. Braucht ihr Hilfe, Meister? Ich glaube, ich kann mich alleine ausgraben. Du bist wirklich gut darin, etwas zu zerstören. Auf Vijun hast du noch eine Granate gebraucht, um solchen Schaden anzurichten. Ich habe euch doch gesagt, dass ich mächtiger werde. Ich habe beinahe Heimweh nach Neos 3. Dooku ist nicht mehr hier. Bist du dir sicher? Seht, da oben. Naja, wenigstens haben wir jetzt eine gute Aussicht durch die Kuppel. Das ist Dookus Segler. Dieser Feigling flieht. Das ist nicht der Grund, Meister. Man hat uns reingelegt. Sie hatten es nie wirklich auf Tithe abgesehen, sondern auf uns. Oh, sie kommt wieder zu sich. Oh. Ihr dürft bei der Arbeit nicht einschlafen, Senatorin. Was? Wie lange? Nur einen Augenblick. Ich glaube nicht, dass ihr euch den Kopf angeschlagen habt. Ihr wart nach der Bruchlandung in Ordnung, dann seid ihr ohnmächtig geworden. Könnt ihr euch bewegen? Ja. Es geht. Wo sind wir? Nach dem Absturz sind wir hinter diesem Podest in Deckung gegangen. Ihr blutet. Das ist nichts. Außerdem haben wir andere Sorgen. Was für Sorgen? Da vorne, auf der anderen Seite der Brücke, schießen zwei Vulture-Droiden auf alles, was sich bewegt. Dann sitzen wir fest? Nun ja, Laths näherten sich bereits vom Senatsplatz. Ich bezweifle allerdings, dass sie das Chaos verringern werden. Geht es euch gut? Ja. Mir ist nur ein wenig übel. Das wird Palpatine politisch Kopf und Kragen kosten. So viele von unseren Schiffen und Soldaten zum äußeren Rand zu schicken. Als hätte dieser Krieg, den er so unbedingt gewinnen will, nie nach Coruscant kommen können. Er wird es nicht nur überleben, er wird davon profitieren.
Er wird dem Senat die Schuld dafür geben, sich für die Intensivierung der Belagerungen ausgesprochen zu haben. Und während wir uns mit Anklagen und Gegenanklagen beschäftigen, wird Palpatine ungestört noch mehr Macht gewinnen. Die Separatisten haben mir mit diesem Angriff, ohne es zu wissen, in die Hände gespielt. Die Jedi hätten den Krieg aufhalten können. Jetzt sind sie nur noch Spielfiguren, Palpatine. Verdammt! Was habe ich befürchtet? Was habt ihr befürchtet? Die Walscha-Droiden kommen über die Brücke. Und damit direkt zu uns. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Droiden auf der anderen Seite der Brücke bleiben, damit die Kanonenboote sie erledigen können. Da vorne liegt ein Speeder der Militärpolizei. Ich werde ihn nach Waffen durchsuchen. Wartet hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Militärpolizei funktionstüchtige Waffen einfach so zurücklässt. Bestimmt haben sie den Speeder nicht freiwillig verlassen. Da! Er hat etwas gefunden! 3 Blastergewehre! Besser als nichts. Gebt her! Nicht viel Energie übrig. Wie sieht es bei euch aus? Kaum mehr Blastergas. Leer. Es wird genügen müssen. Da! Sie kommen! Wir müssen vielleicht schnell eine neue Deckung suchen. Schafft ihr das? Macht euch keine Sorgen um mich. Mir geht es gut. In Ordnung. Dann Feuer! Treffer! Ja, aber der Droide wehrt sich. Torpedos! Weg hier! Lauf! Hier lang, hinter den Kiosk! Schnell! Das war mehr als knapp. Jemand verletzt? Alles in Ordnung. Ich kann nicht schneller. Hierher, 3PO. Dieser Droide hat mehr Glück als Verstand. Oh, wie soll ich das jemals R2-D2 erklären? Und ich dachte, der Senat wäre ein Schlachtfeld. Das war's. Mein Gewehr ist leer. Meins auch. Sie kommen auf uns zu. Wir brauchen eine neue Deckung. Wo denn? Hier gibt es weit und breit. Sie schießen sich auf uns ein. Wir sind verloren. Was soll das denn jetzt? Sie werfen sich von der Brücke. Warum das denn? Das sehe ich mir an. Nicht schon wieder. Wartet, wartet. Da unten. Ein Maglev-Zug. Das verstehe ich nicht. Er wird doch schon von einem Separatistenschiff verfolgt. Außerdem wäre es ein leichtes für Sie, den Zug zum Entgleisen und zum Absturz zu bringen. Sie wollen ihn nicht zerstören. Irgendwas darin muss für die Separatisten von hohem Wert sein. Auch das noch. Was ist? Wir haben noch mehr Gesellschaft. Walscha-Jäger. Wie viele? Ich glaube 2. Meine Sicht ist durch das Fenster eingeschränkt. Das kam aus dem hinteren Wagen. Das war kein Laserbeschuss. Bringt den Kanzler in den vordersten Wagen. Der Wagen ist brechend voll, Mace. Das weiß ich. Findet einen Weg. Kid Fisto, wir sehen nach, was da hinten los ist. Ich bin bei euch. Was ist? Die Tür zum nächsten Abteil ist verschlossen. Die Notverriegelung ist aktiviert worden. Geht zur Seite. Ich benutze mein Laserschwert. Na bitte. Keine Bewegung. Kommt ruhig. Sie haben sie vernichtet. Das sind Jedi-Ritter. Was ist passiert? Zuerst hörten wir das Geräusch ganz hinten auf dem Dach. Als hätte sich dort irgendetwas festgeklammert. Und dann rissen plötzlich diese Droiden ein Loch in das Dach und sprangen herein. Könnte ein Sturmboot der Separatisten sein. Dass sie den Zug infiltrieren, kann nur eines bedeuten. Sie wollen den Kanzler lebend haben. Hört ihr das? Da oben ist noch etwas. Ich kann mir schon denken, was. Kommt, auf das Dach. Ich wusste es. Das ist Grievous. Netter Sprung, Meister Windu. Ich hoffe, der Wind bläst euch nicht vom Zug. Wachen, vernichtet diesen Jedi-Abschaum. Meister Fisto, ihr nehmt euch die beiden Magna-Wächter vor. Mit Vergnügen. Wie gerne würde ich euer Laserschwert in meine Sammlung aufnehmen. Ich erkenne Dukus Schule in eurer Technik. Mit allen Vor- und Nachteilen. Eure Attacken sind schwächer, als ich vermutet hätte. Es wird Zeit, diesen Kampf zu beenden. Meister Fisto! Die Wächter sind erledigt. Kommt, zurück in den Wagen. Wie habt ihr Grievous so leicht vom Dach stoßen können? Mein Machtstoß hat ihn am Brustpanzer getroffen. Vermutlich habe ich dabei seine Organe verletzt. Ist er abgestürzt? Unwahrscheinlich. Das sind unsere Schiffe. Endlich die Unterstützung. Wir sind getroffen worden. Wir stürzen ab.
Nein, aber das Kontrollsystem ist ausgefallen. Wir werden langsamer. Hoffentlich halten die Schienen das aus. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Was ist das für ein Geräusch? Die Gleise sind nicht dafür konstruiert, den Zug auf der Stelle zu halten. Einer der Träger biegt sich unter dem Gewicht. Wir stürzen ab! Keine Panik. Notfallfahrzeuge sind bestimmt schon auf dem Weg. Da draußen nähern sich zwei Repulsorliftplattformen. Seht ihr? Geht es euch gut? Ja, alles in Ordnung, Meister Windu. Macht Platz. Wir werden gleich die Tür nach draußen öffnen. Was ist mit den Vulture-Jägern? Die Kanonenboote verfolgen sie. Es besteht kein Grund zum Aufatmen. Grievous ist vielleicht noch in der Nähe. Die Plattformen haben angedockt. Öffne die Tür. Da sind die Kanonenboote. Rote Wachen, wir steigen von hier aus direkt in das rechte Kanonenboot. Kommt! Endlich kommen wir aus diesem Zug raus. Da ist das zweite Kanonenboot. General, ein Glück, dass wir es rechtzeitig geschafft haben. Commander, was ist aus dem Sturmboot der Separatisten geworden? Wir verfolgen es. Wisst ihr, was mit Grievous geschehen ist? Ich habe ihn vom Schiff aus nicht fallen sehen, aber... Moment. Ich empfange gerade eine Meldung aus Sektor H52. Das Sturmboot wurde getroffen. Es stürzt ab. Mein Flügelmann ist ihm dicht auf den Fersen. Vielleicht hat das Sturmboot Grievous aufgenommen. Ich mache mich sofort auf den Weg. General Fisto und ich kommen mit euch. Und wir werden den Kanzler zum Bunker begleiten. Gut. Verstärkung wird unterwegs zu euch stoßen. Möge die Macht mit euch sein. Wir sind bald da, Kanzler. Ich danke euch, Meisterin T. Seht, da kommt das Geleit. Dieses Kanonenboot sieht ziemlich mitgenommen aus. Ihre Kommunikation ist ausgefallen. Ich bekomme keinen Kontakt zu dem Schiff. Solange sie uns im Notfall decken können? Wir erreichen die Stadtluft. Partikelschilde werden gesenkt. Kanzler, unten warten bereits mehrere Jedi mit einem Speeder auf euch. Sehr gut. Dann haben wir es ja bald überstanden. Da vorne ist die Landeplattform. Schilde passiert. Wir landen. Meisterin T. Geleitet den Kanzler und seine Wachen zum Bunker. Ich komme nach, sobald ich den Tempel von unserer sicheren Ankunft unterrichtet habe. Verstanden. Die Speeder sind startbereit. Hier lang, Kanzler. Danke. Beeilt euch. Losfahren. Sie sind weg. Ich werde Mace Windu kontaktieren. Was ist denn mit diesem Kanonenboot los? Warum landet es nicht? Vielleicht ist es schwerer beschädigt, als wir angenommen haben. Oder sie... Runter! Das ist ein Hinterhalt! Da sind Droiden auf dem Schiff! Schieß! Schieß! Das ist es. Das ist das Sturmschiff der Separatisten. Seht euch vor. Grievous ist vielleicht noch an Bord. Da! Die Seite ist komplett aufgerissen. Keine Lebenszeichen, General. Da drin sind jede Menge Kampfdroiden. Scheinbar sind sie alle beim Aufprall zerstört worden. Irgendwas stimmt hier nicht. Was meint ihr? Ich kann vielleicht akzeptieren, dass Grievous vom Maglev-Zug gefallen ist. Aber nicht, dass er bei einer solchen Mission nur zwei von seiner Elite dabei hatte. Glaubt ihr etwa, es gab noch ein weiteres Schiff? Wir müssen sofort umkehren. Pilot, setzt euch mit dem Bunker des Kanzlers in Verbindung und sorgt dafür, dass wir ohne Verzögerung durch den Schild gelassen werden. Kanzler, bleibt hier im Bunker. Aber ich verstehe das nicht. Ich dachte, ich wäre hier in Sicherheit. Wir werden angegriffen. Irgendwer oder irgendwas ist uns gefolgt. Aber was ist mit den Jedi? Mit Shakti oder Stas Ali? Offensichtlich konnten sie den Eindringling nicht aufhalten. Schließt die Tür, Kanzler, und wartet. Wir werden euch beschützen. Also gut. Das klingt nicht gerade so, als hätten die Jedi gesiegt. General Grievous.
Ihr habt es tatsächlich bis hierhin geschafft. Kanzler, jetzt werdet ihr mit uns kommen. Ihr werdet für die Kräfte, für die ihr steht, ein wirklicher Verlust sein. All diese Jedi-Ritter, Soldaten und Wachen. Auf uns wartet bereits ein Schiff, das uns von Coruscant wegbringen wird. Und von eurer so geschätzten Republik. Glaubt ihr wirklich, dass euer Plan Erfolg haben wird? Ihr seid trotziger, als man mich erwarten ließ, Kanzler. Aber ja, der Plan wird funktionieren. Zu eurem Missbehagen. Ich würde euch jetzt gerne töten, aber ich habe andere Befehle. Ihr nehmt also Befehle entgegen. Wer von uns ist dann der Geringere? Bewegt euch! Shakti. Meister Windu. Was ist hier passiert? Es war Grievous. Ich hatte bereits auf Hypori gegen ihn gekämpft. Ich wusste, wozu er imstande war, aber das hier... Sir, der Kanzler war schon weg, als wir beim Bunker eintrafen. Seine Entführer haben den Komplex durch die nach Süden führenden Gänge verlassen. Grievous hatte Hilfe. Hilfe von jemandem ganz oben. Wir werden herausfinden, wer es war. Aber unsere erste Priorität besteht jetzt darin, den Kanzler zu retten. Wie haben Sie es geschafft, den Komplex zu verlassen? Wie sind Sie durch den Schild gekommen? Genau so, wie Sie den Bunker betreten haben, General. Sie hatten die Zugangscodes zum Bunker, ebenso wie Codes, die vor ein paar Stunden ausgegeben wurden und die Ihnen erlaubten, wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Wo befindet sich der Shuttle jetzt? Auf der Autonavigationsbahn P-17 Richtung Atmosphärenrand. Kanonenboote verfolgen Sie. Wissen die Schützen, dass der Kanzler an Bord ist? Ist Ihnen klar, dass Sie nicht auf den Shuttle schießen dürfen? Sie haben Befehl, ihn, wenn möglich, funktionsunfähig zu machen. Der Shuttle hat ohnehin Schilde und ist gut gepanzert. Commander, wir brauchen alle erhältlichen Sternjäger. Wir können nicht zulassen, dass dieses Schiff die Separatistenflotte erreicht. Generals, wir haben uns schon gefragt, ob ihr zurückkommen würdet. Wann sind die Separatisten gesprungen? Vor weniger als einer Stunde. Ich nehme an, sie hatten genug davon, sich von uns beschießen zu lassen. Wie lauten unsere Befehle? Wir warten immer noch darauf, das herauszufinden. Tatsache ist, dass wir seit Beginn des Kampfes keine Verbindung mehr mit Coruscant haben. Könnten lokale Störungen sein. Diverse andere Kampfgruppen melden ebenfalls, dass sie sich nicht mit Coruscant in Verbindung setzen können. Es war falsch, hierher zu kommen, Meister. Es war alles eine Finte und wir sind darauf reingefallen. Man wollte uns von Coruscant fernhalten. Ich kann es spüren. Das würdest du nicht sagen, wenn wir Dooku erwischt hätten. Das haben wir aber nicht, Meister. Nur das zählt. Und jetzt keine Kommunikation mit Coruscant? Ihr kennt es noch nicht einmal, oder? Was erkenne ich nicht, Anakin? Ihr solltet dafür sorgen, dass ich ständig kämpfen musste und mir keine Zeit zum Denken bleibt. Beruhige dich. Nein. Ihr seid mein bester Freund. Sagt mir, was ich tun soll. Vergesst einen Augenblick, dass ihr das Gewand eines Jedi tragt und sagt mir, was ich tun soll. Die Macht ist unser Verbündeter, Anakin. Tyth war keine falsche Entscheidung. Wir wissen nur noch nicht, welche Bedeutung es für das große Ganze hat. Ihr habt recht, Meister. Mein Denken ist nicht so schnell wie mein Laserschwert. Und mein Herz ist nicht so unempfindlich gegenüber Schmerz wie meine rechte Hand. General Skywalker, etwas hat euren Astromech vollkommen durcheinander gebracht. Was ist denn, R2? Was ist los, R2? Was hast du denn? Der Notsender. Die Jedi werden zurückgerufen. General, eine Eilmeldung. Sir, die Separatisten haben Coruscant angegriffen. Ihr da, tankt unsere Jäger wieder auf und ladet Munition nach. Sofort. Treffer 8 an, Strahlenschilde geschwächt. Idiot, ihr werdet uns noch beide umbringen. Verbindet mich mit dem Kreuzer. Ja, Sir. Hier die Invisible Hand. Wir haben euch auf dem Schirm, General. Bereitet den vorderen Traktorstrahl vor. Feuert eine Salve ab, die die Sternjäger, die uns verfolgen, ebenso manövrierfähig macht wie uns. Dann benutzt den Traktorstrahl, um das, was vom Shuttle übrig ist, in die Landebucht zu ziehen. Haltet Kampfdroiden bereit. Ja, General. Gebt Acht, Kanzler. Es könnte rau werden. Mit euch am Steuerknüppel wird es das sicherlich. Sir,
Systeme ausgefallen. Schiff manövrierunfähig. Der Traktor strahlert uns erfasst. Gute Arbeit. Sobald wir im Kreuzer gelandet sind, bringt ihr den Kanzler zum Generalsquartier. Roger, Roger. Lord Tyrannus wird bald hier sein und sich um euch kümmern, Kanzler. Ich bin sicher, das wird sehr unterhaltsam werden. Meister Yoda, unser Kreuzer hat die Atmosphäre verlassen. Wenn wir je diesen Schirm aus Jägern durchbrechen können, werden wir Grievous' Kommandoschiff stürmen. Töten den Kanzler Grievous wird. Das glaube ich nicht. Dazu hatte er schon so viele Gelegenheiten. Dann warten auf die Forderungen der Separatisten, wir sollten. Der Senat wird Coruscant aufgeben, damit Palpatine freigelassen wird. Schlimmer die Situation wird, wenn der Kanzler stirbt. Stürzen die Republik wird. Was sollen wir tun? Wenden an die Macht wir uns um Anleitung. Akzeptieren, was das Schicksal uns bringt, wir werden. Im Augenblick verhindern ihr müsst, dass Grievous' Flotte in den Hyperraum flieht. Zurückgerufen viele Jedi und andere wurden. Wenden wird sich die Schlacht, wenn sie erscheinen. Meister Yoda, wir sind ganz dicht dran, Sidious zu erwischen. Ich kann es spüren. Bewusst Sidious das hat. Versteckt er sich hat. Wir werden Grievous hier festnageln wie das Ungeziefer, das er ist. Gefährlich die Zukunft sein wird. Der Kampf um Coruscant nicht zu Ende ist. Der letzte Akt begonnen erst hat. Wir müssen hier weg. Die Ordnung in diesem Viertel ist nur scheinbar wiederhergestellt. Das kann sich aber schnell wieder ändern. Wo ist 3PO? Da hinten, bei diesem silbernen Protokolldruiden. Ich hole ihn. Beeilt euch. 3PO? Oh, ich komme schon. Worum ging es denn da? Eine sehr seltsame Begegnung. Ich glaube, dieser glänzende Droide hält sich für so etwas wie einen Seher. Wie kommst du darauf? Kurz gesagt, er hat mir geraten zu fliehen, solange es noch möglich ist. Er sagte, es kommen finstere Zeiten und die Linie, die Gut und Böse trennt, wird verschwimmen. Was gut scheint, wird sich als böse erweisen und was böse scheint, als gut. Was noch? Nun, er sagte, ich sollte eine Löschung meiner Speicher akzeptieren, falls mir das je angeboten wird. Denn die einzige Alternative bestünde darin, den Rest meiner Tage in Angst und Verwirrung zu verbringen. Die Jäger sind so gut wie startbereit, Sir. Gut. Anakin. Ja, Meister? Bevor wir starten, wollte ich dir noch sagen, dass bei allen Zickzackkursen, durch die du mich geführt hast, ich doch mit keinem anderen fliegen möchte. Zeit, dass ihr das endlich zugebt. Bedeutet das, dass ihr meiner Führung ohne Frage folgen werdet? So gut wie möglich. Ich kann vielleicht nicht immer ganz in deiner Nähe bleiben, aber ich werde nicht weit weg sein und dir den Rücken decken. Und wenn ich um Hilfe rufe, kommt ihr und rettet mich? Wenn du um Hilfe rufst, werde ich wissen, dass wir beide wirklich Ärger haben. Obi-Wan, ihr wisst nicht, wie oft ihr mich bereits gerettet habt. Dann wird, was immer vor uns liegt, kein Problem sein. Wer sollte auch den Frieden in der Galaxis wiederherstellen, wenn nicht wir? Zumindest hast du wir gesagt. R2, Cockpit schließen. Repulsoren starten. Wir heben ab.